Ne? Ja, wäre dumm, wenn nicht. Also bis jetzt sehe ich noch nichts, glaube ich. Achso, ich muss darauf. Nee. Es geht jetzt ja auch erst gerade. Es geht los. Läuft. Hier kommt. Hier. So ein Glück muss man erstmal haben. Wir haben den Generalschlüssel gefunden. Ja, den, immer, den kannst du mal auf jeden Fall mitnehmen. Für alle Räumlichkeiten hier. Unter anderem für die Tanzbar, den Swimmingpool. Und den Swimmingpool? Ja, denke ich mal. Lass das nicht tropfen hier. Und die Kegelbahn. Lass mal Sauna. Ich leg den hier hin, falls wir ihn suchen. Lass uns Sauna mal auf jeden Fall. Alter, fahr ich nicht. Alter, wie auch nass. Wie kann das denn sein, dass das hier so nass ist? Ja, wenn hier vier Geschosse oben drauf sind. Ja. Mir klebt auch irgendwas unter dem Schuh schon. Das Wasser sucht sich sein Weg, ne? Ja, weißt du was? Ich vermute, da oben läuft noch irgendwo die Spülung. Weißt du? Das ist hier einfach der. Mach mal Pause. Also den kriegst du. Mal Pause. Es geht schon los. Du musst ja auch mal erklären, wir sind jetzt gerade da hinter der Rezeption nämlich rein. Das hat man jetzt leider nicht gesehen. Wir sind einfach hinter dem Rezeptionstresen, den du gerade reingehalten hattest. Und da waren halt noch irgendwie Büroräume. Ja. Das sieht jetzt nicht mehr so aus wie ein Büroraum. Das sieht eher aus wie bei Stony zu Hause. So. Aber das ist ein Büroraum tatsächlich. Scheiße, Kai. Weißt du, was du eigentlich hättest machen müssen? Greenscreen-Szene mit der Rezeption. Und dann hättest du sagen müssen, so, wir sind hier jetzt immer noch, wir sind hier hinten reingegangen und hier ist das Video von letzter Woche. Ja, stimmt. Das ist. Also Geil, mach Stream nochmal kurz aus. Ich mach den Stream nochmal noch aus, okay? Tobi und ich kommen ja einfach rum. Wäre das Beste, hast du recht. Hast du recht, Lukas? Ne? Da liegt übrigens, Lukas, da liegt übrigens ein Computer. Ja, das sehe ich schon. So, weiter geht's. Chris Flensburg erstmal, ja moin, weiter geht's. So, wir sind nämlich noch erst bei der ersten Minute, glaube ich. Da liegt einfach ein PC. Glaube ich nicht mehr trocken mit hier. Mit so einem Heißluftfilm. Glaube ich jetzt. Muss echt aufpassen, wo du hintrittst, ey. Ja, Jungs und Mädels, ich sage euch das mal, wie es ist, ne? Eigentlich wollten wir hier DJ-Konsole alles mit reinnehmen. Uns ein schönes Plätzchen suchen. Und Musik machen. Leider kein Empfang. Gar kein Empfang. Also mit keinem Empfang meine ich gar keinen Empfang. Aber wir können ja mal gucken, ob wir oben Empfang haben. Hey, warte mal ganz kurz. Ja. Hier, ich hab schon gedrückt. Ja, film mal ganz kurz. Ich hab hier richtig Glück gehabt jetzt. Ich habe noch einen Gutschein gefunden. Für eine Ayurvedische. Ja. So heißt das, glaube ich. Eine Ayurvedische. Ganzkörpermassage. Nein. Ist das geil? Für Herrn Kai-Uwe. Ja, klar, das bist doch du. Danke, Alter. Ja, bitte. Danke. Gerne. Das ist nett von dir. Ja, kein Problem. Das mache ich gerne. Guter Gutschein. Ich würde sagen, damit starten wir das erste Giveaway. Für einen Gutschein. Wir haben den nämlich mitgenommen und pass auf, machen wir Samstag. Wir hauen Samstag den Gutschein raus, okay? Ja, ja. Von Kai Uwe. Aber es ist schon geil. So eine ayurvedische Ganzkörpermassage, da siehst du den, also, oder? Also ja, die Frage ist, mit Happy Ending oder ohne? Das wissen wir nicht, haben wir nicht gemacht. Kostet, glaube ich, ein Fünfer. Hat der Kai Uwe mal gefragt? Also bei uns kam am Ende die Bullen. Seid ihr erwischt worden? War ein Happy End auf jeden Fall. Dann war es mit Happy Ending, ja. Wir waren relativ glücklich. Ja, so, dann ist das, dann ist der richtig gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt. Auch, jetzt ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da noch einer oben drin oder so. Wie krass wäre das, als sie das Hotel geschlossen haben, da ist noch einer drin. Die hat eine Sicherung raus. Du kannst haben, ne? Mach mal auf. Oh, wow. Ja, ich krieg auch, glaub nicht. Nein, kannst du nicht. Ist gut drauf. Ist nicht wie im Film, ne? Ne, ist nicht wie im Film. Dann lass uns hoch. Wir kannst du die aufziehen. Also. Hoch oder was? Ja. Wie gruselig ist Keller? Es geht runter. Wollen wir erstmal runter? Gibt's den ersten Keller? Ich glaube, da kommst du gar nicht weiter. Ja, weil die anderen jetzt noch oben sind, deswegen wollte ich runter. Wir müssen immer aufpassen, dass sie rauchen, wenn dann die noch aktiv sind, ne? Keller sind noch gruselig, ja. Echt, hier ist ein Keller? Da sind doch gleich noch welche. Ich hoch, Alter, ich kann den hoch. Boah, nee, das ist echt heftig, das ey. Das ist echt egal. Boah, ich kann auch gar nicht beschreiben, wo auch eine Ratte. Pass auf, jetzt. Zuschauerabstimmung. Oder einfach mal der Chat haut raus, was finden wir im Keller? Na, starte eine Vorhersage. Was finden wir? Ja, was Vorhersage. Nicht was wir finden. Was ist da für eine Räumlichkeit? Ja, pass auf. Ich mach Vorhersage. Das ist ein richtiger Moment. Kann Lukas auch Vorhersage machen? Der weiß es nämlich selber nicht. Weiß auch gar nicht, wie das geht hier mit Vorhersage. Kenn mich doch. Meinst du, ob er abstimmen kann? Das? Ich kann hier eine Vorhersage starten. Wieso? Mach eine Vorhersage. Mach du Vorhersage. Ich bin doch wieder. Ja, wenn ich eine Vorhersage starte und ich nicht weiß, was da ist. Ja, sind beides falsch. Ja. Ja, da ist ja alles. Also, das, ne? Olle Sauna, ja, Zombies, ja, Marder. Ich muss leider, das Dumme ist, ich muss dafür was liegen, ne? Weil ich muss ja Antwortmöglichkeiten geben.
Ja, du musst ja zwei Sachen, die beiden möglich sein können, wovon eine richtig ist. So ist das. Ja. Ja. Große Badewanne, Messlabor. So. Ja, hier. Einreichungszeitraum, 30 Sekunden. Ja, schnelle Nummer. Geht's. Schnelle Nummer. Na, schnelle Nummer. Oha. Eure Abstimmung jetzt oben im Chat. Eure Abstimmung, eure Vorhersage oben rein. Kann man nur mit Kanalpunkten, warte mal. Ja, kann man, glaube ich. Eins, Sauna, zwei, aber Tanzbar. Man kann ja Kanalpunkte gewinnen, ist das Geile. Ja, genau, man kann Kanalpunkte gewinnen, einfach mal setzen. 30 Sekunden, keiner macht mit. Achso, da. Tanzbar. Wenn du recht hast, dann gewinnst du die ganzen Kanalpunkte, Lukas. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich hier... Ich glaube, 30 Sekunden war zu wenig. Die Antwortmöglichkeit ist Sauna oder eine Tanzbar. Ja, ich wollte gerade machen, konnte ich nicht mehr. Messlabor war da nicht. Mach nochmal neu auf. 30 Sekunden war zu wenig. Die müssen okay, ja auch Kanalpunkte setzen. Es war nur ein Test. So, warte. Abstimmung wird gelöscht. Punkte zurückgeben. Neue Vorhersage. Komm, wir machen eine Minute, okay? Kannst auch eine Minute 30 machen, ne? Doch. wir haben aber keine Zeit. Stimmt, wir haben keine Zeit. Also bei 9 Live wäre da jetzt irgendwas mit U-Boot-Hafen. Ja. U-Boot-Hafen, Alter. Oder Atomschutzbunker. Ja, stimmt. Ja, 1,30 kann man nicht machen, man kann 1 oder 2 machen. So, neue Vorhersage ist online. Was finden wir im Keller? Sauna oder Tanzbar? Lustig wäre, wenn ich jetzt zwei andere ganz andere Sachen gemacht hätte. Ja. So, ganz schnell, Jungs und Mädels. Sauna oder Tanzbar? Was haben wir gefunden? Ihr könnt richtig Kanalpunkte jetzt absagen, ne? Ja. Alles reinhauen. Oh, das mach richtig echt? Rein. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den mit den Kanalpunkten irgendwann noch eskaliert und man hier richtig geile Sachen bekommen kann. Kapalpunkte, ey. Also ich drücke einfach mal 10.000 Kanalpunkte rein. Auf Sauna geht er. Aber ich gehe auf die Sauna. Alter. Bei Sparbereich. Schon Angst. 90 bei Uhr auf Tanzbar, 100 auf Tanzbar jetzt. So, 20 Sekunden. Alter, weil Sparbereich ist immer unten in Hotels. Der Sparbereich. Der Sparbereich, da weil es halt günstiger. Ja. Ich kann ja mal eine Frage stellen, die vielleicht so ein bisschen. Pass auf. Ja, Lukas, ohne Scheiß. Ich hab so eine Gegenfrage. Nee, ja. Pass auf. Quote ist 99:1, Alter. Also Lagos ist richtig gut dran, glaube ich. Krass, Alter. Und flotter Auto 99% auch. Sauna. Ja. 1% tanzbar. Wer hat tanzbar gemacht? War das Lagos? Nee, es sind 6. Also eigentlich haben 8 abgestimmt für Sauna und 6 für tanzbar. Ja. Nur weil ich halt ein paar Punkte reingeballert habe. Das unten Gute ist, ich kann mir die auch selber wiedergeben. Unten sind also, das Jungs und Mädels, wir lösen lass auf. Lass laufen. Sobald die Auflösung im Stream da ist, löse ich das hier auch zeitgleich auf. Los geht's. Tschüss. Da geht ja noch Haken drin sein, oder noch nicht? Ja, das ist richtig ekelhaft. Ich bin übrigens nicht so wie der gute Filmer, wenn ich die ganze Zeit gucken muss, wo ich hinlaufe. Ja. Boah, sag nicht, da ist noch eine Kegelbahn. Oder ist hier Essensbar? Nee, das könnte die Tanzbar sein, ne? Das ist die Tanzbar, Alter. Das könnte guck mal, eine richtig schöne Sauna. Das ist die Tanzbar. Bitte. Es ist eine richtig schöne Sauna. War tanzbar? Und wisst ihr auch, warum das eine Sauna ist? Ja, hier habe ich null. Habe ich hier null bei. Warum? Weil es bestimmt scheiße heiß war da unten. Nee, war es nicht. Angenehm. Ja, feucht. Da, weil die war ja auch raus. Du meinst wegen der Feuchtigkeit, meinst du, ne? Und so, das auch. Abgesahnt. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Es sieht nicht aus wie eine Sauna. Es hat nicht gerochen wie eine Sauna. Es war auch nicht so warm wie in der Sauna. Es ist eine Tanzbar. Es ist eine Das sieht man doch, dass das eine Tanzbar ist. Ich sponsor einfach 10.000 Punkte, weil ich genug davon habe. So, wer hat hier abgesagt? Lukas, da hängt doch rechts sogar die Spülmaschine. Ach ja, jetzt wo ich das sehe. Ich dachte, das der hat eine Sauna oben. Spülmaschine. So, Jungs, beruhigt euch. Weiter geht's. Beruhigt euch. Geht doch los jetzt. Die war aber nicht schlecht, die Tanzbar. Die sah damals schon genauso aus. Schlechtes hier recht nicht, das ist nur ein Scheiß. Hier fette Tür, guck mal, wie groß die Bar ist. Was meinte sie vorhin? Das hat hier gebrannt oder sowas? Hat sie gesagt, ne? Hm? Ja klar, so wie das hier aussieht. Hier ist die von der Zapfanlage. Ich sag mal, wenn die so eine Partys gefeiert haben, dass das hier so aussieht, ne? Ja. Kein Wunder, dass das gebrannt hat. Hier ist die Spüle. Meinst du, die stand immer hier? Oder muss ich denk mal, die haben hier wilde Partys gefeiert, ne? Ach, scheiße, hier darfst du Orgien vielleicht auch sogar.
Also hier kommen wir nicht weiter, hier ist privat. Ah, dann nicht. Okay, ich guck trotzdem mal, ne? Also hier liegen auch Knicklichter, da lag schon so eine Maske gerade. Wenn wir gleich Leute treffen, würde mich nicht wundern. Alter! Ja. Krank. Wie gruselig, wenn alles so zurückgelassen ist auch, ne? Ja, voll der Mann. Irgendwie heftig. Hier ist die Lüftung. Ach, ich mach den mit Strom an, ne? Lüftung ist meins. Was haben die da eingebaut? Lass mich mal rein hier. Lüfter. Okay, nicht mit aus. Das Ding nehme ich wieder in Betrieb. Das Ding nehme ich wieder in Betrieb, sag ich dir. Fertig hier. Das Ding nehme ich dir jetzt erstmal wieder in Betrieb. Da müsstest du wahrscheinlich nur einmal den Nibbel über die Lasche ziehen. Dann müsste der wieder gehen. Ich sehe schon das Problem. So, neue Vorhersage. Was ist das Problem? Das weiß ich auch nicht mehr. Hosting, Attacke. Warte mal, was war das Problem? Alter, scheiße. Hier, Alter. Aua. Weißt du noch, was das Problem war? Ich weiß das Problem noch. Dann musst du die Vorhersage starten, ich weiß es gerade okay, nicht mehr. Okay, ich mach. Ich weiß es auch wieder. Jetzt weiß ich wieder, jetzt wieder eingefallen. Der hat schon ein gutes Problem. Dumm. Das weiß jeder sofort, wenn du da die Antwortmöglichkeit hinschreibst. Ich mache es fertig. Ja. Machst du fertig? Was ist das Problem? Ja, beim Stromkasten, ne? Ja. Chris, das ist ein Hotel. Ein altes. Nicht das K7. Aber K7 könnte genauso aussehen, ja. Nee, K7 ist ja jetzt eine Spielhalle. So. Vorhersage, Freunde, Jungs, Mädels, ihr könnt richtig Kanalpunkte in Jump-Tale hier absahen mit der richtigen Antwort. Es gibt die Antwortmöglichkeiten A, Sicherung durch oder B, Kabel abgeschnitten. Vorhersage geht online. Eine Minute Zeit. Wo ist das Problem beim Stromkasten? Wir brauchen Jeopardy-Musik, Kai. Jeopardy-Musik? Der Verteilungsplan ist nicht mehr da. Das Jeopardy-Musik, bitte. Dabei. Alter, hab ich nicht. Ich hab hier so gruselige Musik, nicht? Das ist viel, auch angenehm. Wir brauchen Jeopardy, Alter. Das hat doch jeder normale Mensch auf dem Stream Deck. So sieht jeder Steuerungskasten. Ich hab das auch, aber da drüben auf dem iPad. Dann müsste ich da jetzt drüben Mucke anmachen. Da ist das drauf. Du hast noch 30 Sekunden, das iPad zu holen. Boah, gar kein Bock, Alter. Dann mach Lukas, mach du so. Düm, düm, düm. Ja, das wäre deine Aufgabe. Düm, 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 düm. So. Und ob ihr wirklich Sekunden. Und ob ihr wirklich richtig steht. Ja. Düm, 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 düm. Düm, düm, düm. Ich glaube, die sitzen. Düm, so, 12 weiter. Düm, düm, düm. Es kann weitergehen. Düm, 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 düm. Oh, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Wie viele haben mitgemacht, oh, Lukas? Jetzt, ja. Wie ist die Beute so? Geht das oder? Naja. 5-8, okay. 13 Leute haben mitgemacht. So. Sicherung durch 65%, Kabel abgeschnitten 35%. Okay. Also ohne Scheiß, ich halte mich jetzt rausgehalten. Also ich sag, Kabel ist durch, weil normalerweise schneidet man das Kabel doch ab, um die außer Betrieb zu nehmen. Und so. Pass auf, wir lösen auf, es geht weiter. Ja, die haben alle Kabel abgeschnitten. Alle Kabel abgeschnitten. Ergebnis kommt. Aber dann merkt man wieder, dass du Fachmann bist. Ja, bitte. Also, das ist ja nicht das erste Mal jetzt, ne? Das ist, du weißt ja auch schon, du warst hier schon mal. Oder nebenan oder so. Wahrscheinlich meine Kollegen, die in Rente sind, haben das irgendwann mal gebaut. Das finde ich im Kopf, Alter. Lukas weiß Bescheid. Das Geile ist, ich habe gerade in so einer uralt Asbach-Kaserne Sachen in Betrieb genommen, die sind locker genauso alt gewesen, ey. Echt? Ja. Richtig traurig. Das ist 5 Jahre, oder? Ja. Ey, hier suche ich den Eingang, den wir vorhin meinen. Ja. Ist das hier unten ein Eingang? Ey, aber der Schrank ist nicht mehr, ist nicht ganz so, wenn du dir die Schütze anguckst. Der ist nicht ganz so alt. Stimmt. Da steht aber irgendwo ein Datum meistens, ne? 2002. Krass. 2002. Ja, das war's dann wieder, ne? Ciao. Ach, stimmt. Ja, lass rein. Wir wollen hoch. Krass, ey. Aber gut zu wissen, falls ich mal Ersatzteile brauche für so alte Anlagen, dann weiß ich, wo ich die herkriege. Ja, hier nicht, hier ist ja alles Schrott. Ja. Heftige Nummer, ey. Schade, dass der Aufzug nicht geht. Ich will mir die Treppe nehmen, ey. Wenn irgendwie werden wir den letzten Aufzug. Dann guck mal, ob da vielleicht noch irgendwo eine Cola ist oder wir können noch was zu trinken gebrauchen. Okay, wie lustig wäre das, wir hätten jetzt eben da Getränke versteckt und du holst da jetzt einen raus. Das wäre geil. So eine Fanta Classic, weißt du, in dieser Classic-Buddel. Hier ist Sahne, Sprühsahne. Sprühsahne sagt, oh, hier wäre ein Besen für Lukas. Weißt du, alles da. Oh, Alter, ey.
Weißt du? Eisberg haben wir ausgeschickt. Lukas hat Mandelentzündung, Bindehautentzündung. Ja, auch. Ja, komisch, dass wir das nicht haben. Doch, nachher, ja. Warte mal ganz kurz. Ja, wir haben nachher noch ganz andere. Ja. Pause. Lukas, kann das sein, dass du da auch schon mal warst? Und dir ein paar Krankheiten geholt hast? Ja, vor 3 Wochen war ich da. Ja, jetzt wissen wir, wo du das her hast. Alter. Hast da Party gefeiert. Und ist Thorsten da? Nee, ne? Aber weil ich wollte Thorsten mal fragen, was da mit der Tapete gerade los ist. Also der Einzige, der mir das beantworten kann, ist Thorsten. Ja, nee, ich kann das. Also ich kann es dir auch beantworten, das ist der sogenannte Vintage-Look. Ach, das Vintage, das kann sein. Alter. Haben wir unsere Schlumpfinchen gerade schon begrüßt? Ich glaube ja, ne? Die hatte mir mit dem Hosting durch den Gehörgang, glaube ich, gerade eben. Schlumpfinchen? Ja, moin. Das ist ja nun nicht das erste Mal, dass wir in so einem Puff hier rumrennen. Ey, Alter. Dann machen wir ganz kurz Pause. Was denn, Alter? Ja, aber das, was Chris schreibt, stimmt. Da waren echt noch viele Kabel und so auch, ne? Ja, das stimmt. Ja, also hatten wir auch gesagt. Und auch viel Müll, falls du noch Müll brauchst. Müll, ganz viel. Auch Stühle nachher noch. Ja. FFP2 und Müll. Oh, Alter. FFP2-Maske. Warte mal. Dienstag. Was ist heute für ein Tag? Freitag, ne? Ja, Freitag. Ist heute. Liveband. Liveband? Ja, heute ist Liveband. Ab 19 Uhr müssen wir ein bisschen warten. Ja. Dann gehe ich noch einmal aufs Zimmer, ne? Dann gehen wir noch einmal aufs Zimmer und dann können wir 19 Uhr hier reden. Ja, dann über 19 Uhr können wir dann ja wieder eigentlich hier rein. Da ist übrigens der Fahrstuhl. Machen wir mal ein Challenge, Kai. Nee, ohne Scheiß. Hier einer geht im Westflügel, einer halt links. Fahrstuhl. Das ist der Fahrstuhl. Ohne Scheiß, Fahrstuhl auch beste, oder? Haben die direkt einen Pool mit eingebaut. Ich muss kurz gleich Pause machen. Nee, glaube ich nicht. Ich kann noch ein bisschen. Der Fahrstuhl ist nicht schlecht. Da schwimmen Fische drin. Also ist das quasi so ein Fahrswimmingpool. Stuhl. Ein Swimmingstuhl. Das ist ekelhaft. Das ist so ein neumoderner Fahrstuhl, Erlebnisfahrstuhl ist das. Das Hotel, was ist das denn hier? Aber hier ist Brandmeldezentrale, wa? Ja, da, bitte. Die, also da kannst du noch... Nee, da will ich auch nicht reingehen. Das ist aber Brandmeldezentrale da hinten. Boah, Alter. Das brennt in den Augen. Oh Gott, krass. Schicke nochmal. Da könnte ich nochmal unseren Vertriebler... Lieber! Aber da könnte ich nochmal unseren Vertriebler hinschicken, ob wir das nicht mal umbauen auf neueste Technik vielleicht. Minibar. Die ist leer, habe ich schon gesehen. Minibar. Na klar, da waren schon wieder jemand. Als erstes haben wir die Minibar gelegt. Ja, schlimme Schweinbande. Wie wir das auch gut sehen zu machen, ne? Alter. Warte, ich muss hier Gimbal kurz, der braucht immer ein bisschen. Heftige Nummer, ey. Ich mache mal hier als Fenster. Oh, ich hab ein Foto gemacht. So, Jungs und Mädels, erste Etage, here we go. Oh, Alter. Was ist das für ein Geruch? Hause! Ich wollte gerade sagen, Lagos fragt, Brandmeldezentrale wirklich im Keller? Ich sag mal so, das hat gebrannt in dem Laden, ne? Reden wir nicht drüber. Ja, so, jetzt sind wir erste Etage, richtig? Ja, erste Etage. So, gehen wir rechts oder links? Scheiße, man sieht's schon ein bisschen, ne? Also, sieht man das? Bin mir nicht sicher. Also noch gucken wir ja gerade aus. Was für eine Seite steht da denn? Oppen? Weiß ich nicht, ich muss da gerade mal gucken. Oppen.de. Also wir können jetzt, man sieht ja den Gang. Wir können jetzt rechts in diesen Gang hier, wo die beiden Lichtschalter da sind. Oder gehen wir tatsächlich links, wo halt auch ein Gang ist. Den sieht man jetzt gerade noch nicht. Flo sagt auch noch, das Hotel. Ganz schnell eine Abstimmung geben, 30 Sekunden. Flo, hast du recht, das Hotel ist wirklich noch gut. Wir hatten da Zimmer. Da war sogar noch irgendwo ein Bett. Oder darf ich das noch nicht liegen? Ich glaube, das Bett hatten wir doch gestern schon im Stream. Lukas, was glaubst du? Gehen wir links oder rechts? Oh, also ich glaube, ihr geht links. Man sieht aber rechts schon so gut. Ja, ich glaube trotzdem, dass ihr links geht. Was glaubst du, Kai? Ach nee, du warst dabei. Aber du weißt es doch? Ich musste kurz drüber nachdenken. Erste Etage. So, Vorhersage ist durch. Das war eine ganz schnelle. Kai, leg los. 95% links, Alter. Okay, ich mach, ne? Ja. 3, 2, 1. Oh.
Entschuldigung, was und? Bin ich? Und? Oh! Shit! Was ist Alter! Das denn? Alter, er hat rechts angetäuscht! Er ist links gegangen. Er hat rechts angetäuscht und ist er links gegangen, Alter. Ja, er ist links gegangen. Aber der Fahrstuhl ist auch heftig, Alter. Hier im ersten Bereich ist irgendwo die Wellen. Einfach so ein paar Sachen im Fahrstuhl kloppt. Geht. Also würde ich jetzt nicht machen. Da wurden noch viel mehr Sachen aus dem Fenster rausgeworfen. Also ich habe halt auch keinen Fahrstuhl, das ist halt das. Ich müsste das erstmal ausprobieren, wie das ist. So, weiter geht's. Da gehen wir definitiv. Oh, Alter. Ich fahre ja auch alles so an Möbel, was hier noch so drin ist, waren dann. Komm, ein Zimmer mal abchecken, ich glaube nur mal, dass die alle ähnlich sind. Da ist noch ein Klo. Hast du ein Klo gehabt? Ah, gut, die hätten aber wenigstens, ich sag mal, so Zimmerservice, die hätten aber das Regenwasser sauber machen können. Meinst du das auch immer sonst? Wahrscheinlich, ne? Kein Wunder, dass das nur zwei Sterne hat. Das Waschbecken ist runtergefallen. Passiert. Ist aber kein Wunder, dass das ein da zwei Sterne ist. Da mach ich gerade Instagram-Story. So, weiter geht's. Warte, ich will noch mal gucken, ist hier noch Bett? Nee, Bett nicht, aber komm noch. Oh, Alter. Oh, jetzt hier. Dadurch, dass hier die Fenster... Oh, da hat doch irgendwie... Da ist doch einer gestorben. Oh, da ist doch einer... Ich geh da jetzt rein, ne? Oh, Alter. Ist auch gut, Alter. Da ist doch einer gestorben. Ich geh da jetzt rein. Das ist heftig, Alter. Ja, das war 30 Sekunden Abstimmen nur. Ja, 30 Sekunden ist zu wenig, weil das, ne? Das, die ist nackt. So. Ja, gut. Ja. Also, ich hab Masken gemacht. Mach ich für Dirty, die mache ich wieder eine Minute, die nächste. Alter, der schon aus, gell? Oh, ey, gleich liegt hier irgendwo einer, ey. Oh, ja, da ist auch fetter Geruch, so, das riecht man das im Stream? Nee, ne? Hatte hier, doch, ich hatte Geruch. Stream, nee, müsste man im Stream riechen. Hatte Geruch, hatte ich ausgemacht, glaube ich. Ach, Geruch hat er ausgemacht. Hatte Filter drauf. Taste G, ne? Oh, ist das ekelhaft, Alter. Oh, ich sehe schon die Wellen des Ohrs, also du musst einmal komplett rum. Echt? Ja, auf der anderen Seite. Ja, gut, die Zimmer sind alle gleich aufgebaut, das ist jetzt schade, ne? Ach, hier sind noch welche. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, das Zimmer hier ist ja noch okay. Das, aber was machen die eigentlich? Du musst Pause sagen, Lukas. Ja, Pause? Was machen die eigentlich, wenn das jetzt bei so einer illegalen Rave-Party da drinne anfängt zu brennen? Weil Brandmeldezentrale ist ja offensichtlich außer Betrieb. Haben wir nicht geprüft. Hat zu doll gestunken da unten. Ist das jetzt eine Vorhersage oder was? Müssen wir ausprobieren, denn ich vermute Feuerwehr kommt. Das ist meine Vermutung. Ja, vermute ich auch. Also nee, probieren wir nicht aus, aber würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich meine, ihr seid ja hier die Lost Place-Profis. Also ich sag mal so, kurz bevor die Polizei kommt, wollen wir eine Rauchbombe zünden? Ja, da kommen wir aber noch später. Ich hab alles geleakt. Da kommen wir später zu. Alles geleakt. So, weiter geht's. Sind also, ne? Keiner den Müll rausgebracht, ne? Aber wenn du siehst, das war... So läuft das was. Weil das immer angeht, nimm das nach Hause. Keiner den Müll rausgebracht. Alter, Dirty D, wir sollen da eine Nacht schlafen. Alter. Wie viel 100er Subbomben muss ich dafür reinknallen hier? Okay, ich mach's für 2 Euro. Das ist halt scheiße, dieses Handy. Das will ich ausmachen. Steck in deine Hosentasche. Ist das wieder an? Oh, das wird mir schon säuerlich, muss ich schon aufstoßen. Ey. Du siehst die Wellness-Oase da unten rechts. Ich hab eine Sonnenbrille gefunden. Däh. Doch. Lag die da? Ja. Und vielleicht ist sie mir gerade runtergefallen. Da unten ist die Wellness-Oase. Da müssen wir ganz sehr gute Jungs, Alter. Da feiern. Da feiern wir hier, ist das geil. Was ich glaub mal an Zimmer-Service. Weißt du, dass ich so Rauchbomben dabei habe? Ja, man hört das, Alter. Was ist da? Wer freien, Alter. Wie doll kacken sich die an? Das sind doch die Jungs von vorhin. Pause! So, wir brauchen eine Vorhersage. Da läuft Hip-Hop mal raus. Wir brauchen eine Vorhersage. Ja, gehen wir zu den Jungs oder hauen wir ab? Pass auf, Vorhersage kommt. Also, man hat ja gehört, da hören irgendwelche Musik, so Hip-Hop-Musik, ne? Finde ich komplett ekelhaft. Jetzt ist die Vorhersage ist tatsächlich, gehen wir zu den Jungs. Hört sich komisch an, ne? Gehen wir zu den Jungs? Oder lassen wir sie in Ruhe? Aber die Frage ist ja, wenn ihr das nicht wüsstet, wenn ihr da nicht hingegangen wäret, würdest du nicht wissen, dass das Jungs sind, weil das könnten nämlich auch Mädels sein.
Lukas denkt ein bisschen mit, ne? Es ist auch ein bisschen hier, wie sagt man, interaktiv hier. Ne? So. Eine Minute extra für Dirty D. Abstimmung läuft. Gehen wir zu den Jungs. Das hört sich doch merkwürdig an. Ja, ich finde auch, das hört sich merkwürdig an. Würdet ihr das durchhalten? Nachts den Stream anlassen, eventuell kommen noch Ratten vorbei. Was hat sie eigentlich Problem für ist, Vorlieben? Ja, irgendwie merkwürdige Vorlieben, aber das Problem ist, da ist ja kein Empfang. Ja, sonst hätten wir ja gestreamt. Ja, sonst hätten wir da Musik aufgebaut. Ja. Zieh dir das mal rein, Alter. Und dann wäre die Polizei gekommen, hätten wir da komplett Musik gemacht, wie dumm die geguckt hätten, Alter. Gehen wir zu den Jungs. Also, Lukas, deine Antwort war, wir gehen da rein, oder was? Ja. Komplett rein, meinte er. Aber ich enthalte mich. Archie, moinsen. Archie, moin, moin. Das geht. Archie, gehen wir rein oder nicht? Oh, er weiß noch nicht, worum es geht, glaube ich. Ja, da sind ein paar Jungs. Ich möchte wissen, was Technomausi getippt hat, weil die lag bis jetzt, glaube ich, immer falsch. kann ich leider nicht sehen, müsste sie dir verraten. Logo rein da, hoffentlich. Was hat sie getippt? Sie hat auch rein getippt. Ja. Ich sag mal so, wir machen mal weiter. Ja. Ne? Ja, wir hauen ab. Wir hauen ab, Alter. Komplett. Ist das geil, Alter. Alle haben gedacht, wir gehen da rein. Nee, wir hauen ab. Wir sind doch nicht bekloppt. Das sind Hip-Hopper, Alter. Ja, da kannst du nicht rein. Was sollen wir denn bei Hip-Hoppern? Das sind Hip-Hopper, da geht man nicht rein. Was willst du denn da? Lukas, ich höre mir doch nicht freiwillig Hip-Hop an, Alter. Lukas, was ist los mit dir? Echt? Was willst du da bei den Hip-Hoppern? Ja, ich wollte nicht mal mit... Was willst du da? Ich wollte mit euch nicht mal dahin. Ich war nämlich mit den anderen da. Ach so. Du warst bei den hatten wir Hip-Hop. Und hatten wir Hip-Hop gehört. Ja. Aber da waren halt auch... Technomausi meint, wir sind feige. Und Dirty D hat abgesagt. Das ist geil. So, weiter geht's. So, wir... Alles klar, wir hauen ab. Wie alt waren die? 15? Lustig, Alter. Wir schmeißen da schnell eine Rauchbombe nachher rein, Alter. Die kacken sich so an. Die kacken sich da komplett an, oder? Was machen, oder? Ja, nachher. Wenn es dunkel ist und die den dunklen Rauter kennen. Die scheißen sich so an, wenn da so eine Rauchbombe da ist. Du musst auch manches zensieren, Kai. Ist das schlau mit Licht? Ja, ist echt, da habe ich auch gerade gedacht. Manches das kannst du nicht sagen, wie wir bei so kleinen Jungs eine Rauchbombe und uns freuen, wenn die sich ankacken. Das kannst du so nicht veröffentlichen. Nein, das sind Hip-Hopper, vielleicht haben die sich generell schon angekackt. Also Spaß. Ja. So, zweite Etage. Alter. Warte, stopp! Jetzt sind wir ja schon links gegangen. Ach so, wollt's wieder links, rechts? Nee, aber komm. Ein weiter, da kommt noch was. Das Schlimmste, was passieren wird, dass die Bullen hier halt reinkommen und das Haus jagen. Ja. Geil! Da sag ich das, da prophezei ich das, Alter. Krass, Alter. Du hast sie doch gerufen, sei ehrlich. Ja, ich hatte ein Telefon. Aber mach Vorhersagen. Gucken wir zuerst geradeaus in die Tür oder rechts in die offene Tür? What? Weißt du das noch? Nee, weiß ich echt nicht. Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also entweder geradeaus oder rechts in die offene. Da kannst du mal eine Vorhersage draus machen. Die brauchen noch ein paar Punkte nämlich. So, rechte Tür oder Tür geradeaus. So, ist klar, eine rechte Tür ist offen. Warte, ich schreibe nochmal in Klammern offen dazu. Dass niemand sagen kann, Tobi, du hast uns aber scheiße beschrieben. Oder wir drehen um. So. Könnte passieren, ne? Oh, ist scheiße, was ist denn, wenn wir umdrehen? Dann musst du die canceln. Ich bin mir selber nicht sicher. Nein, wir sind da durchgegangen. Also in irgendeiner Tür. Wir waren in vielen Räumen drin. Ja, aber wir sind weiter doch in der Etage noch. Also irgendwann sind wir wahrscheinlich durch die mittlere Tür auch gegangen. Ich weiß noch nicht, ob wir da als erstes durch sind. Also wir sind in ein paar Räume nicht reingegangen, weiß ich. Die Frage ist, ob wir da jetzt durchgegangen sind. Die Frage ist, ob die überhaupt auf ist. Vielleicht ist sie abgeschlossen, ne? Ja.
So, Vorhersage läuft, Jungs und Mädels. Eine Minute Zeit. Ja, wenn wir umdrehen, dann gibt's alle Kanalpunkte zurück. Gleich hätte ich mir das mal merken sollen. Konnte man nicht wissen, dass das so wird hier. Und Lukas, sag mal, ist der Lichtschalter da noch in Ordnung? Lass mich kurz überlegen. Also der rechte Lichtschalter da? Also, also ich glaube schon, dass er in Ordnung ist, aber er geht trotzdem nicht. Das Krasse ist, so an der Tür siehst du, die hatten sogar schon so Keykarten. An der linken Tür siehst du das da. So Chipkarten, weißt du? So, Vorhersage. Jungs, ihr müsst mal ein bisschen mutiger werden, ne? 100 Kanalpunkte, was ist das denn? Mach 10.000 rein, Alter. Ja, immer rein da. Immer was rein. Ist mit Stony denn? Stony kann ich mitmachen, glaube ich, als Mod. Doch, ich konnte doch auch mitmachen. Okay, dann habe ich gelogen. Lügner. Okay. Dann hast du halt gelogen. Hört sich plausibel an. So, Jungs, okay. wir gehen leg los. Rein. Wo, rein? Rechts oder geradeaus? Wir hauen ab! Nee. Hä? Ihr seid umgedreht. Wir sind umgedreht. Wir sind abgehauen, Alter. Wir sind umgedreht. Wir haben die Fenster nachher nicht mehr so dicht gemacht. Wieso sind wir denn umgedreht, Alter? Wir sind umgedreht. Hä? Geil, Alter. Wie was ist da los mit euch? Ich möchte jetzt selber wissen, was hinter der Tür ist. Ja, was war das? Lass doch nochmal hin. Wir müssen nochmal hinfahren. Ne? Wieso sind wir denn umgedreht? Weiß ich auch nicht, Alter. Das hat uns scheinbar nicht interessiert, was da hinter der Tür ist. So, Punkte zurückgeben. Ja, Punkte zurück. Weiter geht's. Tank und Mausi recht gehabt, Alter. Ich bin gerade verwirrt. Wo sind denn jetzt Hilferwaffe? Ja, ich finde mich da nicht mehr zurecht. Hier haben die doch irgendwelche Gruselspiele gespielt. Alter, was ist das? Ja, heftige Nummer, Alter. Was steht da? Das ist krank. Hier waren wir auch nicht. Zieh dir das mal rein, Lukas. Ohne Scheiß, das ist schon gruselig, wenn da einer mit Blut die Wände vollschmiert, oder? Ja. Lukas, möchtest du das vorlesen? Ich hab mir gerade was Trash in den Mund gesteckt, Alter. Ich kann jetzt nicht lesen. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ja, weil es einfach nur rot geschrieben ist. Ja, ist ein Schmau, Ammo, keine Scheiße, aber egal. Krank. Ich check mal deinen Empfang. Stimmt, ich höre nichts. Nee, gar nichts. Krass, ey. Alter, ey. Eine heftige Nummer. Ich filme auch richtig schlecht, oder? Ja. Oh, Alter. Was? Bester Move, ey. Er hat sich vor dem Spiegel erschreckt, Alter. Bester Move. Das kann ich nur noch vom Aufstehen. Er hat sich vom Spiegel was erschreckt. Was ist denn los, Alter? Hallo, was ist denn das denn los jetzt? Entspannt euch mal ein bisschen. Geil, Alter. Bisschen ruhiger. Ja? Alter, ey. Mach weiter. Ja. Hier ist warm. Ach, das war ich, ne? Ja gut, dann kann man sich schon mal verjagen. Das war ich, ne? Gut. Hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet, dass da so ein hübscher Mann steht, weißt du? So sieht das nämlich aus. Ne? Da habe ich nicht mehr gerechnet. Ja. Das war Putten mit drauf. Ne? Druck mir Raum, Klassiker. Ab sofort nehmen wir Lost Place immer in so einen fetten Spiegel mit, okay? Und dann stellen wir den immer irgendwo dahin. Einer muss vorher rein, den irgendwo hinstellen. Ja. Hakenkreuze braucht auch kein Mensch. Das ist auch immer das Geilste, ne? Oder? Ja, ja. Ey, immer dieses Hakenkreuze schmieren so. Das ist auch so ein Standard irgendwie. Ja. Du weißt, dass hier gleich die anderen beiden irgendwo sind, ne? Klar. Und mal ganz kurz Pause, nochmal Real Talk aus dem Puff hier. Aber es ist doch irgendwie krass, weißt du, das ist so ein Hotel, so alles Schrott, dass da mal Leute übernachtet haben und das eigentlich auch ganz okay aussah, ist irgendwie heftig so, ne? Ja. Da haben Leute einfach so übernachtet, Geld für bezahlt, wahrscheinlich auch gar nicht so wenig, weil die Zimmer waren ja an und für sich nicht klein und auch okay so, das ganze Hotel war ja eigentlich okay, von der Größe her. Mit Tanzbar, mit Wellness. Also, ist wirklich krass. Ich finde auch, dass da so ein fettes Hotel steht. Mit Kegelbahn. So einfach verlassen. Das hat doch bestimmt. Also, Lukas kann ja nebenbei mal den Preis googeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das locker mal so 90 bis 100 Euro die Nacht gekostet hat. Wahrscheinlich mehr. Das wären mal ein paar Fun Facts nebenbei hier.
So, ich würde sagen, wir machen mal 5 Minuten, so bis halb, und dann machen wir ganz schnelle Pinkelpause, okay? Ja. Weil, ich sag mal, ne, das ist ja, wird ja auch spannender, ne? Immer. So, weiter geht's. Vor allem, wo nachher noch der Mörder kommt. Weiter geht's. Darf nicht wahr sein, ne? Das ist ein Unding. Na gut, vielleicht will er nur durchlösen. Also, wenn es auflassen ist. Guck mal, ist das hier nur ein Einzelzimmer? Ist es ein Einzelzimmer? Pause! Shit, hat er schon gesagt. Ja, hat er schon gesagt. Scheiße, er hat schon bestätigt. Hier stand der Tele. Oh. Ja. Oh, guck mal an der Decke, Alter. Oh, ist das heftig geil. Ich glaube, es ist nicht so ganz so geil, diesen Schimmel einzuatmen. Was meinst du? Ja gut, man stirbt jetzt nicht von einmal davon, aber so auf Dauer. Welches Zimmer haben wir denn überhaupt? Bin mir nicht sicher, die Rezeption. Die Nummer nicht, die haben nichts gesagt. Die hat nichts gesagt, irgendwie. Also die Sicherung kannst du auf jeden Fall mitnehmen, die sind okay, ey. Das ist stimmt, fettes Top. Hotel, Alter. Ja. Auch so verwinkelt, ne? War eigentlich cool irgendwie. Ich zieh dir jetzt mal rein, wie das mal gewesen sein muss. Prinzipiell von der Größe, auch die Zimmergröße. Und geil, so ist ja, jetzt sag genau die gleiche Scheiße. Also, da sind ja die Ibis. Ich würde gerne mal ein Foto angucken, wie das hier mal richtig aussieht. So ein Ibis-Hotel und so ist ja echt schlecht. Die sagen genau die gleiche Scheiße, die wir gerade gesagt haben. Boah, guck mal, die haben hier auch schon mit so Chipkarten oder was gehabt. Ja echt, ja, du hast genau das gerade eben gesagt, Alter. Auch das mit den Chipkarten jetzt. Und sie reden genau die gleiche Scheiße, Alter. Was reden wir eigentlich? Also ganz kurze Frage. Wisst ihr, wann das Hotel zugemacht hat? Nee. Wir vermuten 2002. Also es wurde saniert im Jahre 2009. Echt? Krass. Krass. Also steht hier zumindest, Teilsanierung 2009, Baujahr 58. Ja. 2013? Dennis, das ist krass, wie Schrott das schon alles ist, ey. Naja, prinzipiell finde ich krass, wie viel da noch drin ist. So. Gut, generell ja, klar, da waren ja, ja unten, das hat man jetzt ja gar nicht so gesehen, das hat man auf Instagram gut gesehen, da waren ja noch Ordner und alles. Ja, ne? Komplett alles, ne? Ganzen Akten, die ganzen Büro, das ganze Büromaterial und so war unten noch. Ich meine, da hat noch in der Tanzbar noch um 19.30 Uhr sogar eine Liveband gespielt, ne? 141 Zimmer. 141 Zimmer, alles klar. Business, Einzelzimmer, ab 57 Euro. Fach, da gehen wir auch noch hin. Also was ist mit Suite? Wir gehen nachher noch in eine Suite. Ja, ist relativ schwierig, was zu finden, weil, wisst ihr vielleicht nicht, aber das Hotel ist seit 2013 zu. Ja, ist bei Booking nicht mehr drin. Bei Booking ist das nicht mehr drin. Ja, aber da kannst du noch übernachten. Alter. So, was soll ich machen? Noch ein Stück weiter, Jungs. Ich hatte gerade nach einem Arrangement geguckt, aber alles ausverkauft. 404, Page not found. Hund kostet aber 6 Euro pro Tag. Da waren gar keine Hunde. Weißt du doch nicht. So, ich mach weiter. Echt? Das war ein Kai. Der Schreibtisch ist auch noch in Ordnung. Dann ist sogar noch sauber. Ne, bitte. Die ist noch neuwertig. Nimmst du mal kurz den Gimbal? Die ist noch neuwertig. Das sieht aber auch alles relativ leicht aus, ne? Weißt du, also ja, das Hotel, ne? Wobei das Zimmer ist schon ein bisschen verwinkelt hier, guck mal. Roomtour hier, Alter. Ach so, weil die so rausgehen, die Zimmer gehen so nach. Sag mal, wir hatten doch für X's. Wer hat noch geschissen? Und Sunset und so jetzt wegen Hotel, ne? Kannst du da nicht nochmal um? Wer hat wohin geschissen, Alter? Hast du das nicht eben gesehen, da in der Ecke, Alter? Nee. Die haben ein freies Zimmer heute hier. Unter uns. Sind die jetzt. So, Archie braucht auch Pinkelpause. Ja, wir freuen uns. Alter. Ich warte auf einen guten Moment. Hosting-Attacke! Hosting-Attacke, Alter. Ich bin weg. Zimmer sind. Das sind eigentlich nicht schlecht, ey. Also nochmal kurzer Fun Fact, kannst du mal Pause machen, ne, ja. Weil jetzt geht hier da sowieso rum. Ich bin hier auf einer Internetseite. Ja. Ne? Mit einer Hotelbewertung vom 25.08.2013. Man bedenke, das Hotel wurde 2013 zugemacht. Ja. Ich lese das mal ganz kurz vor. Wir haben uns von einem 4-Sterne-Hotel etwas Besseres erhofft. Beim Check-in erhielten wir Informationen zu Essenszeiten und so weiter und so fort nur auf Nachfrage. Der Frühstücksraum sah morgens um 8 aus wie ein Schlachtfeld. Es wurde nur sporadisch abgeräumt und die Tische gesäubert. Das Geschirr mussten wir zusammensuchen und die Auswahl der Speisen am Morgen war täglich gleich. Das Personal wollte angesprochen werden, Eigeninitiative war kaum vorhanden. Das Zimmer war schön groß und die Ausstattung in Ordnung. Trotzdem müssen die genannten Dinge verändert werden, damit wir das 4-Sterne-Hotel, unserer Meinung nach nur 3 Sterne, weiterempfehlen können. Das Gute ist, da hat sich nichts dran geändert. Eine Gut, Frage, außer dass das Personal weg ist. Eine Frage habe ich aber. Vermutung. Ja. Also, haben die WLAN? Also, die hatten hier 3 Übernachtungen. Weil ich hatte kein WLAN da im Hotel.
Meine Vermutung ist, diejenigen, die Bewertung geschrieben haben, die haben das Hotel danach abgefackelt. Das glaube ich. Das kann sein. Öffnungszeiten, Wellness-Oase. Wann wart ihr nochmal da? Freitagabend. 17 Uhr. Ah, da sollte die Wellness-Oase offen haben. Freitag 12 bis 22 Uhr. Bis 22 Uhr? Ah, Mist. Ja. Also hier steht auch eindeutig, es gibt einen Parkplatz-Pkw. Ja. Barrierefreie öffentliche Räume, rollstuhlgerechter Zugang, also Zimmerzugang, Nichtraucherzimmer. Ja. WLAN halt da, im öffentlichen Räumen. Vielleicht wart ihr in den falschen Räumen. Das Problem ist halt einfach so, auch wenn du da jetzt mit Rollstuhl und so, klar, kommst du da rein und sowas, aber du kannst halt den Fahrstuhl nicht benutzen, weil da sind halt Stühle drin, der ist unter Wasser. Okay. Da ist Müll reingeworfen worden. Nochmal ganz kurze Frage. Die erste Vorhersage, die wir gemacht haben. Was stand da zur Auswahl? Sauna oder? Tanzbar. Ja, Tanzbar ist nämlich falsch, weil es ist ein Tanzlokal. Nee, da stand unten definitiv Tanzbar. Also das. Also ja, hier auf der Internetseite steht Tanzlokal. Ja, das ist aber fake. Da war ein Zettel, wann die Liveband den Auftritt hat und das war die Tanzbar. Okay. So, und hier steht auch, es gibt eine Bio-Sauna und eine finnische Sauna. So, darf ich noch einen weitermachen bis zur nächsten Vorhersage und dann machen wir eine lange Vorhersage mit Pinkelpause. Ja. Ist das okay? Melli, Rolli. Boah, ja, das ist hier ein Edelzimmer, glaube ich. Das mache ich jetzt so wie. Rolli, Alter, gut drauf. Hallo? 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 Ich hätte ein T-Shirt, also. Wie wahrscheinlich hältst du das, dass hier auch sich so. Pärchen treffen. Man denkt, so ein Bild an der Wand. Erstmal Sex in so einem Ekelzimmer. Ja, oder? Aber das finde ich echt wieder. Da macht gleich auch nicht hin mit Licht. Ja gut, das ist jetzt überall, aber oben nachher die Dings nicht mehr. Ja. Oh, wir gehen wieder in die Etage hoch. Neue Etage. Echt? Jetzt kommt gleich die Feuersäge. Ich mach mal einen Break. Ich bin auch ehrlich. Weiter geht's. So, stopp! Aber man könnte auch geradeaus gehen, ne? Ich hab Stopp gemacht. Ich glaube, wir gehen. Weißt du, ob wir geradeaus gegangen sind? Nee, ne? Mach links oder rechts. Ja, mach links oder rechts. Geradeaus kann ich mir nicht vorstellen, weil da müssten wir ja ganz über das Lattenroster klettern. Da müssten wir ja rüberklettern. Ja, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Darüber. Da kannst du halt, damit brichst du ja die Hacken ab. Das ist ja. Also, Rolli, Melli, erstmal schönes Ja Moin. Wir machen ganz schnell Vorhersage. Ob wir links oder rechts gegangen sind, könnt ihr ein bisschen Kanalpunkte reinballern. Mach mal 3 Minuten oder so. Dann mach ich kurz. Geht nur 2 oder 5, deswegen machen wir 2. Ja, oder mach 5 und dann kann alle nochmal entspannt pinkeln gehen. Ich nämlich auch. So, Abstimmung läuft 5 Minuten. Ich mach euch stumm, ich mach kurz Mucke an, ich mach Pinkelpause, okay? Alles klar. Edelpedel, Rolli, wir sind gleich wieder da. 20:40 wieder alle hier am Start, bis gleich. Bis gleich.
Hallo. Hallo. Man kann euch wieder hören. Ja, moin. Alle wieder da. Moin. Ah, krass. Hotelausstattung. Na, ich bin jetzt gerade bei Holiday Check. Als erstes WLAN, kostenfrei. Doch, kostenfrei. Was ja WLAN. Was anscheinend eine Lüge ist. So, ich denn hier, kann ich hier nochmal kurz switchen? Alle wieder da. Warten wir noch auf jemanden? Haben wir jemanden verloren unterwegs? Aber hier steht auch nur, dass ein Lift verfügbar ist, nicht, dass er funktioniert. So, in so einer Sitzung, dann macht man das so, man sagt zwar 5 Minuten, aber wenn das denn weitergeht, dann sagt man auch, wir warten jetzt nochmal 1 Minute. Ja, wir warten nochmal eine Minute, dass auch wirklich alle da sind. Technomausi holt sich noch nämlich eine Schokolade. Die hat übrigens viel Spaß auf dem Klo gewünscht. Schokolade. Muskelmaftis, ja moin. Rolli, wie geht's? Rolli, wie war Arbeit? Rolli, mal gut drauf. Ich bin scheinbar noch auf dem Klo. Ja, das ist denn los? Deswegen warten wir ja noch eine Minute. Frisch gebadet wieder frisch da. Gebadet. So sieht das nämlich aus. Das war Powerbaden, Alter. Edel. Sehr Frage, ist sie noch nackt? Hä, wie schon fertig? Ich vermute so Handtuch rum, was glaubst du? Ich glaube auch Handtuch. Ja, um die Haare, ne? Damit die nicht alles voll tropfen. Nee, damit käme ich mich nicht aus. Mit Haaren. Starte eine Vorhersage. Nein, mach ich nicht. So, ich glaube, alle wieder da. Daddy, DMD, schönes Ja Moin. Pedel ist auch wieder da. Lukas kennt sich aus. Mit Headset auf dem Kopf. Machen wir weiter, oder was? Ich fülle mir nochmal ein. Warte, ich trinke noch schnell mal einen Becher aus. Ich soll mal ein Foto schicken. Ja, hast du kein Snapchat? Das hatte sie doch vorhin extra hier angedroht. Angedroht, nee, dich Discord, Snapchat. Lagos auch wieder da. Dani Maus. So, was habt ihr so getippt? Links oder rechts? Vorhersage leuchten auf volle, gehen wir lang. Die einzige Möglichkeit, die nicht existiert, ist geradeaus, aber das kann ja auch gar nicht, weil wir haben ja gar keine Bergsteigerausrüstung dabei. Wie sollen wir da über dieses Lattenrost rüberkommen? Das geht ja gar nicht. Wie sollen wir da rüberkommen? Gib mir erstmal ein hier. Also ich sehe keine Möglichkeit, über dieses Lattenrost zu kommen. Du, Lukas? Aber man könnte das wegräumen, ne? Huckepack vielleicht? Du könntest Kai rüberwerfen. Er könnte dich rüberwerfen. Er könnte mir in den Rücken treten. Das könnte ich echt machen. Und dann falle ich so darüber. Wenn das jetzt passieren sollte, dann machst du mir den Stream aus. Ja, das wüsste ich auch, glaube ich, wenn wir das aus Versehen gemacht hätten. Bin mir aber auch nicht. Also, es kann vieles passiert sein. So, ich glaube, alle sind wieder da. Was glaubt Lukas denn? Ich glaube, er geht gerade rüber. Wir werden es sehen. In der nächsten Folge von Jump Guy. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet Dankeschön. Habt. Ja, Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Wir sehen uns nächste Woche. Das war unser Stream für heute. Ciao. Ciao. Finde ich schön Cliffhanger so. Machen wir weiter, oder? Ja, mach weiter. Los geht's. Alter. So, Jungs, mittlerweile dritte Etage. Dritte, da habe ich mich drauf gefreut. Und da habe ich hier die guten Lattenroste. Das ist das sechste Mal. 3, 2, 3. Ist das sechste Mal? Jo. Scheiße, steht sogar drauf. Gehen wir rein, oder was? Oh, wir gehen rechts! Nö. Das hoffe ich auch nicht. Nö, wir gehen rechts hier. Geht durch. Warum nicht darum? Ja, wegen den Fenstern. Oh, warte mal, wir drehen doch. Das geht noch gar nicht. Gerade sagen, wieso warst du fertig, Alter? Wir täuschen nur an. Wir täuschen doch nur an. Nein, doch, alles gut, wir gehen doch rechts. Wir haben angetäuscht. Und warum einmal weiter? Alter, ich dachte gerade. Das muss nur um die Ecke komplett rumgehen. Geh erstmal weiter. Ich muss hier sowieso mal einfach durchbringen. Ich gucke einmal ins Sexnummer rein, okay? Ja. Ah, wir haben angetäuscht. War heftig. Alter. Ja, das war krass gerade. Ich hatte ein bisschen Herzklopfen. Hier ist sogar ein Apportion-Fee. Chips. Das ist Sexzimmer, ne? Ja, irgendwo waren die doch vorhin auch die hier. Alles am Start. Ich sag dir das. Entweder haben hier so Penner gehaust oder hier hatten halt irgendwelche ekelhaften Leute Sex. Sondern das Ekelhafte daran ist ja, als wir da rein sind ins Hotel, da standen oben welche auf dem Balkon und haben so ein Pärchen und so zugewunken. Und ich glaube, die waren in dem Zimmer. Ja, und jetzt liegen da Toffifee und da filmt sie leider nicht richtig, aber das sieht man bei Instagram. Bei Instagram hat man das gesehen, Tobi hat das gefilmt.
Toffifee, was war da noch? Riddersport. Riddersport. Und was waren das Rote noch? Kondome. Kondome auch, sagen wir einfach. Sieht ja keiner. Alles am Start. Da lag auch ein Dildo. Ach scheiße, du filmst es doch. Ich film das nicht richtig, weißt du? Diese Schweinchen-Dinger sind das da. Ah, wie heißen die noch? Ja. Schweineohren. Nee. Aber das haben sie doch da welche gemütlich gemacht auf der Matratze. Wie ekelhaft ist das, oder? Ja, allein wie dreckig das auch aussieht. Vielleicht hatten sie Bettlaken mit. Ich glaube, das da oben rechts, das sind Nicknacks. Oder was ist das? Ja, das können Nicknacks sein. Ich glaube, das sind Feuchttücher. Nein, ich meine diese Nüsse da. Das sind doch Nüsse oder sind das nur Flecken? Nee, das sind nur Flecken. Kackflecken. Das sind nur Flecken, ja. So, weiter geht's. Wie heißen denn diese Schweineohren? Irgendwo hier stand doch der vom Balkon auch da, oder nicht? Der hat sich schön hier durchgenommen, Alter. Romantischer Riss. Mach mal kurz Licht aus. Ganz normales Gespräch. Wie dunkel ist das eigentlich hier drin? Ganz aus ist ja schwierig, muss ich mal so lange drücken. So, jetzt machen wir Licht aus. Ist dunkel, Alter. So dunkel ist das sein, echt. Zieht euch das mal rein. Ja, da hab ich keinen Bock. Nee. Ja, war schon krass eigentlich. Ja. Aber sollen wir nicht hier hinten um? Also unser Licht ist schon echt gut. Nee, das muss noch weiter rumgehen eigentlich. Was macht denn der Pfeil da? Notausgang, denke ich mal. Auch da der Boden, das hast du gesehen. Da kriegst du schon ein bisschen Angst. Ach, nur unten. Der Kai macht Licht wieder an, ja. Ist nur die untere Etage. Ja, da war im Krankenhaus stehen ganz viele. Ich glaube, die haben mich gesehen, ist auch gut, Alter. Ja, also direkt neben dem Hotel ist halt ein riesen Krankenhaus, ja. Und ich stand da so am Fenster und hab rausgeguckt. Ja, das war schon heftig, ey. Du kannst nichts machen, ne? Ja. Die müssen mich erstmal hier finden. Ich glaube auch, und da die anderen Musik anhaben, finden sie erstmal die. Ja. Gespenst! Und zur Not habe ich immer noch Rauch. Ein Gespenst. Hier sind echt viele Zimmer, Alter. Das machen wir am Ende, die Umfrage, wie viele Gespenster sie im Stream gesehen haben. Ja, eins. Krass, das ist so ein fettes Ding. Ich meine, selbst wenn das hier gebrannt hat und so, ne? Aber das musst du doch dann irgendwie über Versicherung, was auch immer, alles abreißen. Das kannst du doch nicht so stehen lassen, irgendwie, oder? Stopp, ich kann dir die Frage beantworten. Stopp. Das Hotel wurde aufgekauft. Tatsächlich von einem Berliner Investmentunternehmen, aber in einem Paket mit 9 anderen Hotels. Also das Paket gab es nur mit diesem Hotel. Okay. Und dem Eigentümer. Ein Überraschungspaket. Richtig. Und das ist dem Unternehmen einfach zu teuer, das instand zu setzen. Ja, und die machen halt ihre Gewinne über die anderen Hotels und das ist einfach da. Krass. Krank. Denn schreib mal dem Investor bitte an, dass das WLAN nicht geht. Ja. Ne? Dass wir stinksauer sind. Ja. Wir wollten da hier Livestream machen, nämlich. Wir haben da eine Nacht übernachtet, kannst du sagen? Ja. In ihrem Etablissement. Schreib da auf und jeden Fall. Das ist alles, also auch wegen dem Service und so auch nochmal, ne? Dass da überhaupt, also ja, auch die Zimmer also waren nicht gemacht. Ich schreibe Beschwerde hin. Schreib hin. Mach eine Beschwerde. Ich ruf da an. Das war echt unterirdisch da. Also das ist gut. Also nee, das ist schon überirdisch. Ich sag mal so, ich war schon mal auf der Rübenfede, ja. Das war ein bisschen schlechter. Aber das war auch schon heftig. So, weiter geht's. Ja. Ja, vor allem, ist ja so, ne, jetzt ist ja zwar Bauzaun drum, aber das interessiert auch keinen. Wir kommen so einfach so rum. Irgendwann wird es ja wirklich mal, weil hier Jugendliche, so wie wir, ne, wir sind ja auch Jugendliche, ne? Wir sind Jugendliche. So, einmal Frage an den Chat, wie jugendlich sind wir? kann man das fragen? Kann man genau so fragen. Und 20. Ist das eine Vorhersage? Ich glaube nicht. 23, ne? Doch, wir sind Jugendliche. Und dann ist auch schon, also, ne? Geht das noch höher? Oh, was ist denn? Genau, eins. Gehen wir noch einen höher, ne? Ja, Antwort ist ja. So, Jungs und Mädels, immer noch dritte Etage. Immer noch alles. Schöner Grundriss. Irgendwann muss aber eine Etage kommen, was alles neu ist eigentlich. Hast du, also, irgendein Favorit? Was ist da? Ist da so eine große Tür? Die sieht breiter aus, ne? Hast du irgendeine Zimmernummer als Favoriten, die du gern hättest? Wir nehmen ja immer was. So, hat Tobi eine Zimmernummer Favoriten. Das könnte man als Vorhersage. Weiß Tobi das noch? Nee. Weiß er nicht mehr. Ich weiß ungefähr. Ungefähr weiß ich. Aber sicher bist du ja nicht, ne?
Nee, sicher. Schwierig damit Vorhersage, ne? Ich habe einfach eine wirre Zahl gesagt. Dann darf der Chat einfach so raten. Welche Zimmernummer Tobi wirre, so. Ich habe meine Lieblingszimmernummer. Ich habe einfach irgendeine Zahl, die gerade bei mir im Kopf schwirrt, ohne Zusammenhang. Also du meinst, sie soll einfach weitermachen. Das kann keiner. Ja, das kann keiner erfahren. Aber wie gruselig ist also, das? Wenn da jetzt jemand die Zahl, wenn da jetzt jemand die Zahl in Chat schreibt, die ich gleich sage als Zimmernummer, dann gebe ich dem sofort einen Kickbun. Ja, will ich auch sagen. Kickbun wäre zu Recht. Weil dann möchte ich nicht mehr, nichts mehr mit dem zu tun haben, weil der kann meine Gedanken lesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob du überhaupt eine Zimmernummer sagst. Doch, also ich bin mir sicher, dass ich eine Zimmernummer sag. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die relativ hoch ist, die Zahl. Ich glaube sogar, die Zimmernummer existiert in echt gar nicht. Das könnte sogar sein. Ich hätte jetzt auch eine leise Vermutung. Sind schon ein paar Tipps da? Ich glaube, stimmt keiner. Ich glaube, stimmt keiner. Das kann keiner erwarten. Nee, das wäre krass. Ich mach weiter. Mit? 603. 603. 603! So, wer hatte die 603? Alle. Ja, keiner. Also, da sind ein paar mit Sechsen und mit Dreien. 603. Ich sage, das war einfach eine wirre Zahl, ja. Alter. Das kann man, das nehme ich euch jetzt nicht übel. Gut, ihr könntet schon ein bisschen euch für mich interessieren. Das sage ich jetzt mal so, ne? Aber ich nehme euch das nicht übel. Lukas Jump Guy, 603. Aber einer hatte, Lukas Jump Guy hatte 603. Dann mach Kickbun. Ein bisschen Delay. Mach Kickbun. Mach Kickbun direkt, hatte ich ja angesagt. Wer war am nächsten dran? Wer war am nächsten dran? Oh. Ich hatte, glaube ich, 666 gesehen. Ja, stimmt, 666. Ja, Legendary Lars. Ja. Legendary Lars. Einmal Kickbun gratis. Musst du sagen, ob sofort oder per Post, ne? Legendary Lars, sag Bescheid, wenn wir dich bannen sollen, ne? Weiter geht's. Er kann das, er hat jetzt einen Bann frei, so gesehen. Bann-Ticket. Ja. Ja, wie, warum 603? Stopp! Warum? Per Post. Die Frage kannst du, einfach so. Das hätte ich doch vorher erklärt. Das muss doch einen Grund haben, warum du 603 sagst. Und ich vermute, ich weiß den Grund. Jetzt erklär das doch. Also ich glaube, wenn ich jetzt so meine Gedanken nochmal Revue passieren lasse, ne? Dann würde ich vermuten, meine Gedanken haben so verrückt gespielt, dass ich auf jeden Fall eine Zahl sagen wollte, die nicht existiert, die gar nicht existieren kann in diesem Hotel. Das ist ja Quatsch. Und vier Etagen gibt's ja. Das ist ja auch Quatsch. Deswegen hätte ich irgendwas sagen können mit 500. Das wäre aber langweilig, deswegen habe ich was mit 600 gesagt. So, und ich glaube, du hast gar nicht drüber nachgedacht. Ich kann dir den Grund sagen. Ich kann dir den Grund ganz genau sagen. So. Ja. Die 0 ist ja klar, die steht ja für Toilette. Die 0. Ja. Und die 6 auf der Toilette mit 3, Rest kannst du dir selber denken. Okay? Ja. Alter, ASMR springt jetzt hier. Was war das denn, Alter? Das Geräusch ist schon geil. Ja, das ist komplett gruselig. Okay. Ich mach dazu nochmal Licht aus. Da liegt einer hinter mir. Liegt da einer? Da liegt einer. Okay, lass ihn da liegen. Dazu gibt es übrigens das Video, was Tobi filmt. Bei Instagram jetzt nicht mehr. Ne? Aber es gab es bei Instagram. Das kann ich vielleicht nochmal öffentlich machen. Ja, einfach ins Discord rein damit. Da geht's hier hoch. Jetzt? Nee. Allein dieses Geräusch war schon schön. Oder willst du das kurz reinhalten? Hier, hoch. Pass auf, ich schick dir schnell. Nee, wie? Pause. Wie soll ich das denn reinhalten? Oh, ich gar keinen Bock drauf. Du bist doch Streamer, Alter. Ja, aber ich hab doch also trotzdem keinen Bock. Soll ich's reinhalten? Kannst du auch reinhalten. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Siehste, das ist ein Problem. Das ist jetzt ja zu kompliziert, Alter. Dann sollen die sich das vorstellen, wie ich dich einfach von hinten filme, okay? Ja. Ne? So. Da kommt wieder so ein Gestank. Gehen wir rein? Oh, gehen wir rein? Frage an den Chat. Scheiße. Ich glaube, wir sind noch nicht links gewesen. Oder gehen wir rein? Gehen wir hoch? Oder gehen wir runter? Gute Frage. Ein wäre ja da durch die Tür durch, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ich würde auch sagen, also gehen wir durch die Tür durch oder gehen wir noch quasi als aus der Perspektive nach rechts, weil das war ja vorhin links. Ja. Und wir waren gehen noch wir hier links. Rein durch den Schlitz. Oh, passen wir überhaupt durch? Guck mal. Sieht relativ schmal aus, ne? Okay, Abstimmung läuft. Eine Minute. Schon, du willst meine Fragen nicht so gerne beantworten. Ja, Muskelmuff, dies ist schon ein bisschen sauer, dass wir dauernd Stopp machen.
Abstimmung läuft. Wir machen auch ziemlich oft Stopp, das stimmt. Rein und runter. Ja, wie, also die rein bezieht sich jetzt, ob wir durch die Tür durchgehen. Ja, gehen wir durch die Tür durch? Oder gehen wir aus oder der nicht. Perspektive nach rechts? Oder was hast du jetzt geschrieben? Nee, ja oder nein. Ach, nur ja oder nein. Okay, gehen wir. Einfach nur ja oder nein. Auch okay. Also ganz viele glauben, wir gehen da durch. Na, wer traut sich da auf Nein zu setzen? Was würde da niemals machen? Da durchgehen, ne? Und dann runter? Ah, scheiße, das wäre noch Level Expert gewesen, ne? Ja. Ob wir dann runtergehen, scheiße. Nächstes Mal. Wenn wir das Video nächstes Jahr nochmal zeigen, dann machen wir es einfach anders. Boah, dann haben die ja schon teilweise eine Komplettlösung. Ja, wäre krass, wenn wir dann auf einmal woanders lang gehen. Hosting-Attacke! Das Geile wäre doch, wenn wir ganz viele Videos gedreht hätten und dann hätten die jetzt entscheiden können, wo wir lang gehen. Und dann ist so je nachdem das Video weiter abgespielt, weißt du? Ja. Giulini haut Hosting raus, Giulini, dankeschön. Das Dumme ist, dann hätten wir da halt in diesem Hotel 2 Wochen lang gefilmt, ne? So, Abstimmung ist durch. Abstimmung ist durch? Es geht weiter. Auf geht's. Ja. Geh rein! Ich mach nochmal ein bisschen die Lampe ein bisschen weg, wenn. Und rauf. Rein und rauf gehen. Wollen wir Bock haben, hier immer herzukommen? Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, hier echt jedes Wochenende hängen hier welche rum. Klar. Hast du gesehen? Und das waren, also ich glaube echt, das sind die 3 Jungs, die wir schon gesehen haben draußen. Ja, das war für mich jetzt klar. Ja. Das waren diese 3 Kinder. Ja. Also man könnte noch eine machen. Oder wir lassen einfach mal einen Augenblick laufen. Wir können noch eine machen. Ich glaube, eine können die noch ab. Eine können die noch ab. Technomaus hat nämlich keine Punkte mehr. Kanalpunkte, ja, die hat leider ein paar Kanalpunkte verloren. Lukas? Bitte? Wie soll die Vorhersage lauten? Ja, links oder rechts oder was? Ich glaube, er ist eingeschlafen. Dann mach weiter. Ich mach weiter, komm. Die Vorhersage hätte heißen können, ist da ein Gras. Don't look back. Scheiße, ich frag sogar links oder rechts. Wie gruselig ist das denn? Alter. Wie gruselig ist Don't Look Back? Beantwortest du mir die Frage? Glaube ich nicht. Doch, klar beantworte ich. Ich frag dich, wie gruselig ist das denn und du gibst mir eine Antwort darauf. Ja, klar gebe ich dir eine Antwort darauf. Meinst du echt? Ich gebe dir eine Antwort, pass auf. Never know. Wieso, das ist DJ Gollum's Single. Was ist denn daran jetzt gruselig? Don't Look Back. Bitte? Also wenn das jemand erraten hätte. Ja, hier, Pommendöner. Die Knoblauchsoße ist gut, Alter. Die Knoblauchsoße ist echt heftig, ey. Also die schmeckt sie nicht unbedingt probieren. Die brennt ja alles weg, Alter. Das hört auch nicht auf. Gut, in Zimmer 307 ist noch einer drin. Ne, 405 war das, ne? Da stinkt das wie Sau, ey. Ah ja, krass, da stehen ja auch alles voll Stühle. Oh, das ist ganz wichtig. Nee. Weißt du, was das auch ist? Das könnte auch so Gras sein, oder? So ein bisschen. Ja, hast recht. Ja gut, die kiffen mich da halt irgendwann, ne? Ist auch okay für mich. Das Krasse ist so, wir gehen ja hier auf so einen Boden. So sieht der Boden von unten aus, ne? Nur mal so als Information. Würde mich nicht wundern, wenn du auf einmal wieder Etage 1 bist. Ja. Aber hier ist Ende, oder? Gucken wir mal. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Können wir jetzt hier weiterkommen? Ich bin auf jeden Fall kein guter Kameramann. Ich bin mal Fratze, wie willst du da weiterkommen? Du kannst gleich mal rückweg hier. Können wir mal wechseln? Ja. Oh Gott, Alter. Das brennt richtig in den Augen, der Geruch. Also teilweise war der Geruch wirklich, wirklich heftig. Also ich weiß auch echt nicht, was da passiert ist. Das war echt heftig, so dass du nicht atmen konntest. Ja, also. Bist du ganz oben. Aber was war denn das für ein Geruch? Naja, ist alles feucht und nass gewesen, ja, also sehr klamm. War ja extrem viel Schimmel auch an der Decke überall und so, ja. Ne? Also es war echt. Ja, also doch Sauna. Also da in der Etage Sauna. War das extrem heftig. Ja. Also das ist jetzt auch ganz oben, ne? Ja. Eine verschlossene Tür. Traust dich rein, oder was? Scheiße, trau dich auch mal rein. Traut er sich rein? Stopp! Pause!
haut er sich rein. Ja, das ist doch eine Quatsch, ey. Als ob wir uns da nicht reintrauen. Haut er sich rein? Du könntest... Er klopft, vielleicht ist ja keiner da oder so. Frag, ob jemand antwortet. Scheiß drauf, 30 Sekunden. Mach Vorhersage, ob einer antwortet. Das ist viel besser. Traut er sich rein? Kai, du nervst mit deinen Vorhersagen. Ich mach gar nichts, Alter. Ich sitz hier nur. Eine schnelle 30 Sekunden Aufsage hier, Vorhersage. Alles gut. Darum müssen wir jetzt durch. Ja, oh, um 30 Punkte? Gurfisch, die haben teilweise Fenster aufgemacht, indem sie da Stühle durchgeworfen haben. Ja, alles die liegen jetzt unten. Ne? So, schnelle Nummer. Kauf mal. Moment. Fuck, kann er was Kilo so Hose anziehen? Boah, immer hier einen Stuhl, damit er Aussicht. Ich mach rein. Warum nicht? Ich muss sie nicht! Und geht trotzdem rein, scheiße. Er ist rein. Ja, das muss dann noch ganz rumgehen. Hä? Ja, hast recht. Da steht auch noch ein Stuhl. Guck, auf. Da ist alles auf. Wir sind jetzt ganz oben. Ja, das ist ganz oben. Irgendwo muss noch eine Luke sein, dass du aufs Dach kommst. Aufs Dach hätte ich Bock, ne? Ja, könnte sein, dass wir Bock haben aufs Dach, weiß ich noch nicht. Es kommt auf die Luke drauf an. Und was ist das da unten, was da so zugewuchert ist? Tiefgarage oder was? Das könnte echt sowas sein, ne? Vielleicht von vorne rein eine Tiefgarage. Weil es sieht irgendwie zu schmal aus, ne? Ja. Na dann lass da nochmal rum. Ja, nimm mal Schreit Gimbel, Alter. Ja. Was ist mit deiner Stirnlampe? Ich bringe ja nicht so viel. Obwohl, die brauche ich jetzt, ne? Ja, wieso, die anderen bringen doch was, oder nicht? Auch nicht so viel, wie also die Lampe bringt viel mehr hier. Ja gut, das glaube ich. Aber ich habe die auch beide nie aufgeladen. Die können jetzt schon besser und besser sein hier. Mach mal aus, alleine kurz. Warte, jetzt auch. Das siehst du aber schon, wie dunkel die ist. Warte, die ist gar nicht an. Aber die ist schon echt deutlich dunkler. Jetzt ziehen wir erstmal rein. Ja, das stimmt. Das ist... Ja, aber auch was der Marco, die Größe von der an hier, ne? Ja. Mit dem Akku, was da drin ist. Egal, weiter. Willst du nicht? Nee, will ich nicht. Das ist jetzt hier gerade Produktplacement. Tobi, mach doch mal kurz Werbung für unsere Taschenlampen. Jetzt hättest du die Chance. Nee, mach ich nicht. Dirty D meint schon, oh. Warum weiß ich nicht genau? Ja, Co. ist bei mir auf dem Schuss. Ach so. Machst du Disco-Beleuchtung oder was? Warum denn nicht? Aber die Kamera ist abgekackt. Oh. Oder was war jetzt? Oh, die Scharniere. Ich habe gerade gehört, Scharniere ist Mangelware. Aber safe haben die nicht, ne? Aber Scharniere ist wegen gerade der Corona-Krise ganz schwer zu bekommen. Dann können wir ja Bescheid sagen, wo welche wären. Oh, auch gute Schiebetür hier. Oh ja. Gute Schiebetür hier. Kleiderbügel auch, ne? Ah, das sind die Scheißkleiderbügel. Guck mal. Ja, die musst du immer genau da rein. Nee, weißt du, warum das ist? Kannst du nicht mitnehmen. Komm mir die Klaus, Alter. Deswegen hängen die da ja noch. Ja. Die will keine Ahnung. Ja, aber ich kenne den Trick, ne? Ja, du nimmst die Stange mit. Ja, du musst die ganze Stange mitnehmen. Ja, ist nicht so schlimm, du kannst sie hochnehmen. Ja, ist mir schon klar. Und dann nimmst du die. Halle. Kai, jetzt mach hier. Wir sind hier in einem edlen Hotel. Ja, Entschuldigung. Ich bitte dich, dass du hier nicht wilde Sau spielst. Die Tür? Ja, aber wo ging das da rum? Ja, da ist eine fette Tür, ne? Ich hab Standbild. Ja, es hängt immer ab. Alter, deine scheiß Kamera da. Was weiß ich, was das ist. So, da sind gerade Jungs und Mädels. Also, da sind gerade irgendwelche Leute. Die, ich weiß nicht, hat man die gehört? Glaub nicht, ne? Ja. Nicht so ganz, ne? Ja, aber wir haben die gehört. So, und wir haben jetzt schnell unsere Lampen, beziehungsweise wollen die schnell ausmachen, weil die kommen gerade da die Treppe hoch. Man muss auch dazu sagen, tatsächlich ist das Bild ein bisschen heller, als es in Wirklichkeit ist, weil das die Kamera macht, hat so einen Nachtmodus und die erhellt das Ganze ein bisschen. Das heißt, jetzt sieht man ja zum Beispiel ein Stück vom Fenster. Es sieht ja relativ hell draußen aus, aber so hell ist das gar nicht. Ja, das also war also. Es ist schon sehr dunkel. Ja. Da kommen Hater hoch. So, aber jetzt ist die Frage: M oder W? Oder was? Ich weiß die Frage auch nicht. Ich mach weiter. Ja, scheiß drauf. Oh, ich
Oder stopp! Die Frage ist, die Jungs, die da jetzt hochkommen, was machen die da? Oh, das ist eine gute Frage, ja. Was machen die Jungs im Hotel? Genau, also da kommen gleich ein paar Jungs hoch. Ne? Und dann quatschen wir kurz mit denen. So viel leak ich schon mal. Ja. Ich glaube, Tobi fragt, was die da machen. Und jetzt ist die Antwort. Eine Minute machen wir diesmal, weil schon, das ist schon echt. Sind das Jungs? Ja, sind Jungs. Also, es sind Jungs, so viel können wir schon mal also glauben wir. Gefragt habe ich jetzt nicht. Was machen die Jungs da? A, Musikvideo drehen oder B, Randale? Also sicher mit den Jungs. Das ist man ja heutzutage ist das ja schwer auch, also das zu sehen, ob das wirklich kann auch Jungs divers sind. Gewesen sein. Ne? Wir sagen mal divers. Wenn die nicht Kleiderbügel klauen, dann weiß ich auch nicht. Und was macht ihr hier? Kleiderbügel klauen. Beste Antwort auch. Das wäre eine geile Antwort, ja. Das ist gut. Achso, nee, alles klar. Okay, schönen Tag noch. Oh, da donnert jemand Kanalpunkte rein. Aber richtig. Ja, 6.000. Jungs innen. Ja, stimmt, das heißt ja Jungs innen, stimmt. Mula gut drauf. Helga Trompete. Gute Nacht. Und ja, moin. Oh, Alter, da ist aber jetzt knappe Nummer. Also, das ist jetzt, boah. Also, ich glaube, die fliehen vor der Polizei. Was hat Technomausi denn? Das ist ja meistens falsch. So, Abstimmung ist durch. Schade, dass ich nicht sehe, wer was gemacht hat. Doch, siehst du, wenn die im Chat was schreiben. Blaues Musikvideo drehe und rot wäre in dem Fall Randale, glaube ich. Oder war es andersrum? Ja, rot. Weiter geht's. Jetzt verstecken wir uns. Was ist hier los? Alter, was hat er denn für ein Licht? Alter. Okay. Ja, Alter, was habt ihr denn dabei, ey? Ja, wir drehen ein Musikvideo. Geil. Hier drinnen? Ja. Bam. Habt ihr gesehen? Wir drehen ein Musikvideo. Fetten Ständer hatte er übrigens. Also richtig krass. Und so ist es. Ne? Musikvideo. Ja, vernünftig. Nice, krass. Alter, was halt der für ein Strahler? Ja, ein Strahler. Ich bin gerade völlig lächerlich mit dieser kleinen Taschenlampe. Ja, also wir haben verloren, ganz klar. Ich hau wieder ab, Alter. Macht ihr Lost Place-Videos? Ja, wir filmen ein bisschen. Ja, okay, nice. Internetempfang hast du ja nicht. Nee. Ich war so ein bisschen. Ja, und auch. Und seid vorsichtig, ne, wegen hier auch. Alles dabei, Alter. Hier liegt ein bisschen Müll rum. Ja. Wir kommen gleich mal gucken, was wir da machen. Die drehen Musikvideo. Ja, auf ganz entspannt, Alter. Alter, hier. Boah, jetzt komm ich auf die Landrunde. Geil, wie geil. Ja. Wie geil wäre das eigentlich, wenn die Musikvideo drehen und wir haben hier aufgebaut und ein DJ-Set? Ja. Komplett. Wir brauchen Internetempfang, Alter. Aber weißt du, dass die alles mit haben? Und hab ich gesehen. Ja, wir hatten keinen Bock. Wir brauchen, die waren ja auch drei. Das ist das nämlich. Wir sind ja nur zwei. Das ist das nämlich. Gott, Alter. Den hast du gemerkt, ne, Lukas? Das ist halt kacke, Alter. Den hat er gemerkt. Was hast du gesagt? Ja, die waren ja auch zu dritt. Ja. Ach so, ja, genau. Das war eine heimliche Anspielung. Wir reden nicht wo drüber oder über wen, okay? Nee, ist okay. Kann ja nichts für, dass Doni keinen Bock hatte. Ich habe gesagt, wir nennen keine Namen. Ich habe auch nur eine Stadt genannt. Ein bisschen verjagt auch. Ja. Leider war noch, dein Blinken war noch an von der Lampe. Ja. Wenn das denn. Ja. Ach Gott, zieh dir das mal rein als Blick jetzt so, ne? Das ist krass, Alter. Das ist krass. Ja, ohne Witz, guckt euch das mal an, ne? Das ist alles lieb. Die haben einfach einen Schreibtisch genommen, Balkon runtergeworfen, so, weißt du? Scheiß drauf so. Einfach heftig irgendwie, oder? Also, scheißegal. Das sind auch Stühle und sowas. Ja, einfach durchs Fenster geworfen. Das ist einfach lachend. Ja, da liegt auch eine Matratze.
Das ist eine Dachterrasse. Ach, das ist eine Dachterrasse. Das geklärt das allerdings. So, Helga Trompete, erstmal nochmal ja moin. Er schreibt mir morgen privat, so sieht das nämlich aus. Ja. Und Lukas, was ja, noch viel krasser ist, ja, was noch viel krasser ist, da liegt sogar noch vor der Dachterrasse, Lukas, liegt auch noch so viel Müll, ne? Das haben die teilweise sehr weit geworfen. Ja. Oder haben die das sehr weit geworfen oder ist das runtergewuppt von der Terrasse? Nee, es war, die hatten sowas ähnliches wie Bundesjugendspiele. Ich wollte auch Bundesjugendspiele gerade sagen. Ach, so eine schöne Stuhlspille. Wollte ich wirklich gerade sagen. Ich wollte wirklich gerade Bundesjugendspiele sagen, Alter. Was ist hier los, ey? Krass, Alter. Wir machen lieber weiter, ey. Aber alles einfach so runtergeschmissen, ne? Stühle, ja, und alles. Wir schmeißen erstmal alles runter, Alter. Hast du mal einen Stuhl? Ja, ich wollte mal runter. Ja, ganz ehrlich, Chief, man versteht das. Hättest du Bock, ein Studio runterzuschmeißen? Ja, das schon so. Siehst du? Aber nicht, wenn ich jetzt dafür was kaputt machen müsste hier. Ja. Den Stuhl, ne? Ich hätte Bock. Sind sie. Ich hätte Bock. Ja, dann ja, stimmt, ey. Die haben ja auch den mega. Also, die haben den fettesten Strahler hier in der ganzen Bube. Was die denn mitgeschleppt haben. Ja. Also, wir beide. Wir sind lächerlich. Lächerlich ist das mit uns. Das finde ich ja. Die hatten wenigstens auch Atemmaske. Da konnte man übrigens gerade gut das Krankenhaus sehen, wo Tobi komplett mit Taschenlampe hingeht. Einfach hin, ja, komplett scheiße. Komplett rauf, Alter. Wer geht nicht, Alter. Ja. Krass, Alter. Das ist ein mega fettes Hotel, Alter. Und einfach in jedem Raum, in jedem Flur, in jedem Raum, in jedem Flur sieht das einfach aus wie Scheiße, Alter. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Ja. Gut, jetzt sind wir auch ganz oben, ne? Was war das jetzt? Vierte Etage? Ja. Wir müssen auch gleich nochmal gucken, ich habe irgendwo mein Handy hingelegt. Ich habe irgendwo mein Handy hingelegt. Ich dachte, hätte ich irgendwie drauf. Ah, ne, das können wir so im Rauchen. Mal gucken. Na, nee, oder? Alter, das ist ein Schimmel, ey. Guck mal, den Dreck, den Schimmel, ey. Ja, das ist auch, also selbst wenn da alle Fenster und alles Schrott war und auch luftig und so, ist aber auch alles komplett nass einfach, ne? Ja. Also da waren wirklich Decken komplett verschimmelt, da war einfach schwarzer Schimmel. Da hilft auch Fenster auch nicht mehr, ne? Das Handy liegt im Zimmer 603, ja, das ist klar. Gut aufgepasst. Alles verschimmelt. Einfach mal alles durch die Scheibe. Einfach mal den Stühle und Tisch durch die Scheibe. Aber brauchst du noch so eine Halterung, die ist nicht schlecht, mal mehr. Von welcher Marke ist das? Ja, Laptop rauf und so. Ja. Die ist nicht ganz schlecht. Boah, brauchst du einen Sechser. Ne? Sechser Schraubenschlüssel. Nee, eigentlich kannst du aus der Wand so ziehen. Soll ich die machen? Nee, lieber nicht. Das bleibt die ganze Wand dran, ne? Also ganz ehrlich, Wandhalterung ist top. Kannst nichts zu sagen, ne? Ja. Die ist noch, also einmal benutzt. Ne? Vogeltier, ja moin. Was geht? Becher ist unterwegs. Da können wir die Konsole draufpacken. Ja, hat die Größe. Ja. Passt gut, stimmt. So eine Reihe im Raum noch, ne? Ja. Hast du recht, oder? Ich glaube, die vermisst keiner, Kai, ganz ehrlich. Sag mal, reiß dich ein bisschen zusammen. Bist hier nicht zu Hause. Ja, aber. Das ist zu schwierig, die ist ja festgedübelt wahrscheinlich, ne? Aber ich krieg ja wissen. Das hier mal eine Schraube. Das ist an der Seite noch festgeschraubt. Wofür ist die denn hier? Ach so, zum Kippen, ne? Kippen oder was? Da war ja mal ein Fernseher drauf. Ja. Allein, dass da mal ein Fernseher drauf war. Ja. Aber das akzeptiere ich. Soll ich nochmal mit GoPro was filmen? Ich habe keinen Bock, mit den Gimbal zu halten. Ach, GoPro habe ich ja gar nicht mitgenommen. Ich glaube, ich habe schon eine halbe Stunde in den Gimbal. Das ist auch so richtig, weil Tobi warm im Kopf, Alter. Ja. So, Alter, also in letzter GoPro Zeit ist heftig, Alter. In letzter Zeit ist heftig. Das ist echt cool, Alter. Muni, schönen Abend dir. Schönes Jahr moin ja. Hier beim... was ist das hier überhaupt heute? Ist ja kein Montagsbums. Das ist ein Lost Place Recap. Watch Party ist das. Swatch Party Reaction Lost. Lost Reaction Party ist das so. Pausenstream. Ne? Getragen. Weil wenn wir Licht und so halten, dann können wir auch GoPro nehmen, weißt du? Mit Licht ist das ja okay. Ja, trotzdem nicht so gut wie das. Ja.
Lassen wir mal einmal bis zum Ende, oder? Ja. Hype Train kommt gerade, ne? Ja. Das hört man, ne? Hört man im Hintergrund, ja. Vielleicht hat es deswegen dicht gemacht. Das hat die Leute einfach so genervt mit der Bahn. Ja, das wird sein. Das ist der Grund. Ganz habe ich es rausgefunden. Die hatten einfach keine Zimmerbogen mehr und da hat irgendwann der Geschäftsführer den Laden angezündet, ne? Und nicht mal das hat er richtig hinbekommen. Also ich stelle mal, wenn man was anzündet, dann muss man das schon mal vernünftig machen, ne? Das kann ich dem vielleicht nochmal beibringen. Alter, was geht hier denn noch, Alter? Weil die Jungs waren gut drauf, Alter. Dreht ihr Lost Place Video? Ja, wir filmen. Ja, alles klar. Wir machen Musikvideo. Ja. Wir sind cool, Alter. Da ist auch so eine Party, würde ich hier. Ganz ehrlich, hier hat das Arschzimmer, Alter. Voll klein. Wir haben die Party gefeiert, Alter. Wir sind cool. Wir haben die Vorhänge. So, weißt du, ja, Scheibenschicht gemacht, hier alles voll mit Sofa. Also das muss man sich echt mal reinziehen, ne? Kifferhöhle. Das war echt so eine Kifferhöhle da. Alles einfach abgedunkelt mit irgendwie hier Bettlaken oder keine Ahnung. Und es roch halt auch einfach wieder mega unangenehm. Sofa, Sessel, alles drin, so ein voll gesüffter Scheiß da alles, ey. Und so. Kifferbude, ja. Ja, Alter, zieh dir das ja rein. Was ist das da? Ah, Spritzen liegen da nicht, ne? Subscriber-Alarm! Yo! Ja, gemütlich eingerichtet haben sie sich das. Alter, hier ist mir gerade ein Subscriber ins Ohr geballert, Alter. Was genommen? Danke für den Sub. Ja, dankeschön. Falls du mich noch hörst, ich höre dich nicht mehr. Ne? Weißt du, dass hier normalerweise Musik läuft? Ja, klar weiß er das. Klar weiß er das. Der dritte Monat, ja. Er findet aber auch gut. Wenn man mal was anderes macht. So. Ich bessere Party-Locations, ganz ehrlich, Kai. Ja, ja, muss ich jetzt leider so gestehen. Ja, schlecht ist sie nicht, aber mich würde schon stören, dass hier in der Tür kein Fenster mehr ist. Das würde mich schon stören. Kiffen Beste, da. Hier, Kiffen Beste, Drugs Beste. Ich distanziere mich. Ja, aber wie die sich hier komplett wegnebeln, Alter. Ja. Und dann irgendwann, die gehen Freitagabends, gehen die hier rein. Wie die sich hier komplett wegnebeln. Weißt du? So, komplett wegnebeln. So, mach mal Vorhersagen. Du sagst gerade, die gehen hier Freitagabend rein. Aber wann gehen sie wieder raus? Weißt du selber nicht mehr, ne? Doch, ich glaube, ich weiß es. Und wenn, dann kann ich ja nur als Kanalpunkte zurückgeben. Also, Tobi sagt gerade, nachdem ich meinte, die nebeln sich hier komplett weg, die ganzen Kiffer gehen hier Freitagabend rein. Also, so wie Tobi und ich, wir waren ja auch Freitagabend da. Aber wann gehen die wieder raus? So, und Dirty D hat sich gerade erschrocken für einen Subscriber. Ich mich auch. Hose ist nass. Hose ist nass. Warte mal, Muskelmuftis kommt auch aus Bad Bramstedt oder was? Was? Jetzt bekomme ich langsam Angst. So. Dann ist wahrscheinlich der eine, der da den Ständer hatte. Ah, fuck, ihr müsst schnell sein, hab aus Versehen 30 Sekunden gemacht. Freitagabend rein und wann wieder raus? Nee, ist eine Minute, alles gut. Freitagabend rein und Punkt, Punkt, Punkt. Sonntag wieder raus, 24 Stunden später wieder raus. Sowas verrät man doch nicht groß an die Polizei. Sonntag, bitte? Freitag rein und wann würdest du wieder rausgehen? Freitag. Oder was war jetzt die Frage? Danke fürs Gespräch, Lukas. Zwei Wochen später. Zum Nachschub holen. Ja, was denn? Also alle sind für Sonntag wieder raus. Alle sind für Sonntag wieder raus. Ich sag doch, die Kinder gehen da Freitag rein. Ja, und Freitag raus, weil die Fressflash kriegen uns die Bar zu hat. Die gehen erstmal zu Meckes. Aber diese Antwortmöglichkeit gibt's doch gar nicht. Ja, das ist blöd. Das ist blöd, ne? Ja, so, Freitagabend rein und Kai, bitte sehr. Ja, und sonntags wachen sie wieder auf. Und Montagmorgen fliegen sie hier raus. So. Aber das ist natürlich eh scheiße. Oh, stopp. Schwierig. Sonntag wachen sie wieder auf? Und du meinst das mit Montag. Aber eigentlich ist ja das, was du sagst. Ich hatte ja gefragt, was du sagst. Deswegen Sonntag zählt, oder? Ja, Sonntag zählt. Wachen sie wieder auf. Sonntag ist ja klar, wenn die aufgewacht sind, hauen die auch ab. Ist also die wachen Sonntag auf, um dann irgendwann langsam rauszukrabbeln. Wir wissen halt selber nicht mehr so genau, was wir gesagt haben. Auf allen Vieren.
Immerhin wusste ich Sonntag noch. Ja, immerhin, das stimmt. Toilette ist separat. Ja, das ist edel. Das ist edel. Da das ist übrigens eine Suite, wo wir gerade sind. Das war eine Suite. Das hat zwei Zimmer. Das ist eine Suite gewesen hier, Mann. Ja, klar, ist das Suite. Logisch. Dann lass hier mal rein. Moin, die Tür ist ja offen. Oh, großes Badezimmer. Neuer Follower. Ja, Follower. Puh, Alerts, Alter. Puh. Ist nicht so gut. Das ist keine Suite. Ja, so nebenan diese Kifferhöhle, weißt du? Ja. Ganzen Abend Party, ey. Da würde ich bei der Rezeption landen. Das geht ja auch gut, ey. Das geht ja gar nicht. Nee, die soll mal ein bisschen heller sein. Da würde ich das Hotel anzünden. Alter. Wir müssen aber auch mal nach ganz unten in eine Wellness-Oase. Ich habe noch einen Gutschein. Wellness-Oase? Ja. Ich habe noch einen Gutschein. So. Ne? Was hat er denn für einen Gutschein? Ich habe noch auf jeden Fall einen Gutschein, Alter. So sieht das nämlich aus. So, DJ, ja, TMA Crafting, erstmal ja moin. Ja moin. Tabaskos, dir auch erstmal ein schönes ja moin, Montagabend. Macht euch das gemütlich. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken. Popcorn. Ich fühle mit dir, Kai. Wir haben einen Dirty. Dirty. So sieht das nämlich aus hier. Kannst du mir noch die wie lange war das? 60 Minuten? Blitzbombe. Cheer 100. Dankeschön. Ich muss meine Alerts gleich leiser machen. Ich werde hier weggeballert die ganze Zeit, Alter. Ich habe bei mir leiser, Alter. Ich habe leider auf dem gleichen Fader das Video gerade. Den Ton, ne? Ja. Deswegen ballern mir das jedes Mal alles weg hier, Alter. Wie spricht man das aus? Basi darf sie nennen, ja. Ich darf ihn Basi nennen, ne? So. Ja, Basi. Dankeschön, 100 Bits. Vielen Dankeschön. Dank. Weiter geht's. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und haben wir in der Kegelbahn? Der Kegelbahn stand auch dran. Bin ich auch der Meinung. Irgendwo muss noch eine Kegelbahn sein. Kai, nochmal Pause? Ja? Wusstest du eigentlich, dass wir immer so viele Fragen stellen? Also in diesem Stream jetzt auch? Ja, das Krasse ist, wir filmen, wir haben ja vergessen, haben wir eine Kegelbahn. Aber wir vergessen ja beide selber, dass wir filmen eigentlich, ne? Und das Krasse ist, unterhalten uns und stellen die ganze Zeit durchgehend Fragen, Alter. Das Krasse ist, dass wir vergessen, dass wir filmen, obwohl ich die ganze Zeit so einen Gimbal trage. Ja. Und weißt du, warum das so ist? Irgendwie. Dass wir die ganze Zeit Fragen stellen, weil wir zu viel Jeopardy damals geguckt haben. Ja, dann muss es die Antwort wissen. Stimmt, da muss es ja die Frage. Die Frage war ja die Antwort. Du musstest die Frage wissen, so ist das nämlich. Man hat die Antwort bekommen, aber wir hatten ja auch die Antwort nicht. Das ist ja das Problem gewesen. Ja. Ich hab Kugel. Lass uns noch eine Rauchbombe jetzt bei den Jungs ins Zimmer werfen. Ja komm, dann machen wir einmal für deren Musikvideo eine Rauchbombe. Komm, das finden die doch geil, Alter. Wo sind die? Rucksack. Nee, wo sind die Jungs? Der ist hier rum, ja, ne? Ich verlaufe mich, Alter. Seit wann sind wir eigentlich solche, die so auf Lost Place mäßig rumrennen? Früher sind wir Disco gefahren, Alter. Freier Abend. Gibt's ja nicht mehr, ist ja Lost. Stimmt. Also wir ist auch gut, Alter. Früher sind wir Disco gefahren, Alter. Freitagabend. Weißt du, jetzt rennen wir in so alten Hotels rum, ey. Ja, was ist denn die Antwort? Seit wann sind wir das denn? Weiß ich nicht, Alter. Ja, ja seit wann haben die Diskotheken zu? Das ist das nämlich. Wir machen das 2013, halt. Das kommt ja ungefähr hin, ne? Warte, wir machen das nur was? Also ich weiß, was ich meine, ne? Welches Zimmer sind die denn? Ja, wo leuchtet das denn? Leuchtet nirgends, ne? Die Arschlöcher. Die Arschlöcher. Alter, das ist heftig. Nudels. Schönes Jammerchen. Vielleicht hätten wir uns das Video nochmal angucken sollen, bevor wir das zeigen können. Ich zensiere das. Ein paar Sachen rausschneiden. Ja, warte, ich regel das kurz. Die netten Leute hätten wir ja noch irgendwie hinfaken können. Ja. Einfach so einen Text drüber. Kurz piepen. Ja. Und dann die netten Leute. War nicht heftig, ne? Und dann zwischen zwei Krankenhäusern. Das so ein Hotel, das läuft auch. Ne? Echt, ne? Gut, das ist ja natürlich auch ein Kackdorf. Warte, ich mach mal ein Cut-Video. Ist ja auch ein Kackdorf. Ich bin ganz ehrlich, das ist schon ziemlich krass hier. Aber es passiert halt auch nichts, ne? Und es sieht alles gleich aus. Es sieht alles sehr gleich aus. Es wäre lustiger, wenn es ein bisschen gruseliger noch. Ja. Spiel? Ja, es sieht alles sehr gleich aus. Ja. Das ist Spiel. Das Leben ist einfach so ein fettes Krankenhaus. Ja, also richtig. Guck mal. Ist das krass oder was? Hier, Peter hatte vorhin gefragt, der Pedel. Das ist das Krankenhaus. Ne? Also wirklich direkt nebenan.
Und da ja in unserem Hotel kein Licht an ist, sieht man natürlich durch jedes Fenster, wenn wir da mit Taschenlampe rumrennen. Ne? Wenn du mit Taschenlampe rumleuchtet, siehst du sofort. Alter. Siehst du halt alles, ne? Dass da einer drin ist. Da winkt einer, Kai. Soll ich zurückwinken? Ja, wink zurück. Mach raus, Mann. Komm mal, hast du Feuer? Du musst ihn mir aber hinten rausholen. Ich habe keine Anfrei. Das musst du schon selber erledigen. Alter, muss ich den Rucksack anmachen. Du musst doch filmen, Alter. Du kannst doch mal. Hol doch schnell raus, Alter. Wo ist das Problem, Alter? Ehrlich mal. So, hol der ihn raus. Die Frage stelle ich nicht. Mach weiter, Alter. Da sind nämlich noch Getränke und auch alles drin. Erstmal hier. Geht nicht. Nee, ich muss unten auch anmachen. Alter. Schrott gemacht. Was hab ich da? Allein wie doll der sie drückt. Die musst du gar nicht sagen. Ich hab irgendwas in der Hand und direkt Schrott gemacht. Weiß man nicht. Irgendwo ganz unten in Plastik. Genommen. Da hätte man auch nochmal eine Umfrage machen können eigentlich. Das wäre so eine Scheiße. Ja. Was ist mehr, als was es ist? Dass ne? wir so eine Lampe mit haben überhaupt. Alter. Wieso haben wir so eine Lampe mit? Wieso nicht? Ja. Lass mal hier vom Fenster weg. Vor allem, wir stehen da vom Fenster, machen so eine Lampe. Hier, so, nur ganz leicht drücken. Den geht die noch. Warum liegt da eine Tür? Wir lernen uns auch langsam den Ende des Videos. Wo ist denn das bei jetzt? Habt ihr schon euer Musikvideo gemacht? Ne, ihr sucht noch das richtige Zimmer, ne? Unten, ganz unten im Keller ist eine Tanzbar. Ja, safe, da waren wir schon sogar noch. Die war schon mal. Die Kifferhöhle ist in der Ecke. Pack die mal wieder rein da. Ja, die ist ganz hinten um die Ecke. Da ist noch eine Kifferhöhle. Feuerzeug habe ich in der Tasche. Ja, du? Kummelst da ja rum. Oh! Oh, oh, voll nicht. Der Strahler ist nicht schlecht. Da siehst du hier noch was. Der Strahler. Und Lukas, die sind zu dritt. Die wollen in die Kiffer drin, ne? Wo ist die? Ganz links rum und dann komplett durch. Bis ans letzte Zimmer. Geil. Alleine geil. Weißt du? Ja. Erzählen sie so die Kifferhöhle ja links rum. Geil. Ziemlich seltsam auf jeden Fall, so eine Leute. Ist das wirklich? Ist das nicht witzig, wenn wir die dicht nebeln? dieses hier sich rollt! Ja. dieses Lächeln, Alter. Ich krieg Bauchweh, Alter. Boah, ich krieg echt Bauchweh, Alter. Alter. Mir ist warm. Findest du das nicht witzig, wenn wir die dicht nehmen? Ja, Alter. Und er freut sich des Todes, Alter. Wer ja, ist das? Wie Basklum schreibt, deutsches Kappa-Face. Also das ist... Da kann man mal einen Emote von machen. Pass auf, mach mal Umfrage. Ich muss mich kurz beruhigen. Mach Umfrage, ob wir die Jungs gleich dicht nebeln oder nicht. Naja, mach weiter jetzt. Alter, ich muss mich kurz beruhigen, Alter. Er ist zufrieden, Mann. Er ist zufrieden. Ich mach auch noch einen Screenshot auf voll. Neuer Desktop-Hintergrund, Alter. Er ist zufrieden. Ja. Ich finde übrigens dumm, wenn du mir so in die Fresse filmst, Kai. Das ist einfach so gut. Vor allem dieser Satz davon, da musst du doch mit Text unterschreiben. Schön die Leute dicht nebeln. Ja. Das ist so witzig, wenn wir die dicht nebeln. Weiß ich doch nicht. So? Oh Gott, Alter. Mal gucken. Was hier werden. Ich freue mich, Alter. Ja. Ist doch witzig. Entschuldigung, ich hab komischen Humor. Ja, ich finde auch. Das wäre geil. Wir haben von unten. Wir von durchs Fenster rein, Alter. Ob da unten auch. Ja, war ja Elias auch. Ob da unten das Vieh ist. Also, Mission haben die verstanden jetzt, ne? Mission ist jetzt in die Suite da drunter.
Ja. Und dann wollen wir die Rauchbombe hochwerfen. Also wirklich. Ganz normal. Wirklich Zimmer drunter auf dem Balkon und dann diese Rauchbombe einfach über den Balkon rauf und oben rein. Das ist unsere Mission jetzt. Mission, mach so einen Einblender. Mission starting. Ja. Lieber geht ja. Müsste 1 Million geben. Welche Bombe? Na, falsche Richtung. Aber hier so eine Sessel haben Lukas auch, ne? Headshot! Headshot kann er machen. Oder was meinst du, wo hat er sich die geholt? Brauchen wir noch ein Geschenk für diesen Don Freeze? So einen Stuhl? Ja, mitnehmen, ne? Ja. Lukas, wie fahren Sie den Stuhl gerade? Hast du jetzt gezählt, wie viele Zimmer das waren? Ja, wird hier reinpassen. 37. Der Upgrade. Hier ist wieder so ein Sexzimmer, ne? Also tatsächlich. Ja, gut, das ist ein Laufhaus, ne? Stopp! 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 Ja? Lagos meinte Stopp. Muss er auf Klo? Ich könnte auch schon wieder, Alter. Ja, kannst du mal aufhören zu trinken? Ja, das ist das Problem, ne? Ich habe heute echt viel getrunken. Brauchen wir noch ein Geschenk für Don Freeze? Das ist ja morgen. Heute ist ja Freitag, ne? Heute ist Freitag. Ja, heute ist Freitag. Alles klar, alles klar. Wir leben ja in der Zeitblase. Real Chinex, erstmal schönes Ja Moin. In dein Gesicht, Real Chinex. Bin mir nicht sicher, aber da mit kaputter, wen er jetzt genau meint. Ne? Ja, ich wollte, dass da irgendwas kaputt ist. Leuchtet da nicht so hin, Alter. Ist die noch drin? Hype-Train im Hintergrund. Das war eine Hype-Train. Extrem stimmt. Ja. Das könnte eine Suite hier sein. Nee, warte mal, das ist nur der Übergang. Oh, hier gutes Graffiti. Hier können wir aufbauen. Hier können wir aufbauen. Das ist ein Fang. Wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern, wenn jetzt hier auf einmal ein Fang ist. Ja. Weil wir oben gerade nicht gecheckt haben, oder? Ja, aber es wird auch nicht besser sein. Ich sind ja alle Fenster auf und so. Auch keinen Bock, das hier herzuschleppen, oder? Gar keinen Bock. Aber das hat man nie. Gute Frage, wie viele Minibars, ey. Ja, stimmt. Es wäre schon okay, ich meine, hier hast du Strom, ne? Hier ist eine Steckdose. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich vom Vorteil. Mehr geht nicht. Oh. Mehr geht nicht, ja. Download auch gar nicht, ne? Also 3 ist ja auch echt heftig, Download. Ja. Ist auch WLAN drauf? Ja. Warte mal, ich hatte doch WLAN. Ja. Ich meine, von die ganze Zeit, WLAN. Ich hatte keinen WLAN. Du hattest mein WLAN, das hatte ich im Arsch. Krass eigentlich, ne? Schau. Neben so einem fetten Krankenhaus ja, irgendwie. Ey, wenn man da oben ist, jemand nackt. Guck mal, siehst du das? Okay, das ist auch nur gut, Alter. Ich guck so rüber ins Krankenhaus, ist da jemand nackt, Alter. Ja, aber du guckst rüber und da sind 50 Fenster und er sieht sofort, dass da jemand nackt ist, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. So, Dirty D. Wir sind Menschen. Gut. Schlaf schön. Ne? Sie sind immer noch K.O. Dirty D. Ruhiger Stream. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ne? Dirty. Ehren Sie uns bald wieder. Dirty. Heißt sie eigentlich wirklich Dörte? Die heißt Dörte, ja. Heißt sie Dörte? Ja. Sie heißt Dörte Diana, heißt sie. Hat doch mein Name. Man da, also früher nannte man wir sie dürfen auch, sie Dirty nennen. Früher nannte man sie die dreckige Dörde. Ja, ja. Immer noch auch. Ja. Und auf Deutsch heißt das nämlich Dirty D. Die ist nackt. Ja. Ja klar, die hat sich gerade ausgezogen. Das ist sofort. Ja, Logo, da habe ich einen Blick für. Ja, moin. Achso, nee, es wird ein Zimmer sein und jetzt ist sie ins Badezimmer rein. Und das Badezimmer wird kein Fenster haben. Da habe ich einen Blick für, ich erkenne Nackte, erkenne ich auf 300 Metern. Also ab war nicht mal ein. Das ist viel zu wenig. Vor allem, den schwankt das noch ein bisschen, ne? Boah, ja, das kann doch mal richtig gruselig. Alter. Das ist heftig, ja. Oder? So, Fun Fact. Stopp. Warte, wo ist Stopp? Da. Ja, Fun Fact. Fun Fact, das Treppenhaus, was du gerade gezeigt hast, ja. Ich lieg jetzt schon was. Darüber flüchten wir, Alter. Ja, das ist das Fluchttreppenhaus, ey. Habt ihr das Treppenhaus gerade gesehen? Ja, das war heftig, aussah, ne? Ey? Kriegen wir noch ein heftig. Stück zurückspulen wieder hier? Ja. Da
Das ist das Flugzeug. Oh, das ist zu weit. Das war zu weit. Cool, da habe ich einen Blick für. Ja, da. Kommt gleich nochmal. Das wird ein Zimmer sein und jetzt ist hier ja. Das Badezimmer rein. Nochmal ein Pausenbild nochmal. Das Badezimmer wird kein Fenster haben. Der Fluchtweg. Da habe ich einen Blick für, weil ich erkenne Nackte, erkenne ich auf 300 Metern. Also ab war nicht mal ein. Das ist viel zu wenig. Vor allem, den schwankt das noch ein bisschen, ne? Also Sala. Heftiges Treppenhaus, oder? Darüber flüchten wir. Ja. Bestes Treppenhaus war das. Lukas schläft. Also ich bin fasziniert von dem Video. Das nächste Mal kommst du mit, ja? Ja, wenn ich Zeit habe. Also nein. Das ist heftig, ja. Oh, hier ist noch ein Minibar. Würde ich finden, wenn die durchs Treppenhaus gekommen. Dann nebeln wir das Treppenhaus dicht. Ja. Die ist noch komplett ab. Warte, die füllen noch. Alter. Entschuldigung, hier liegt eine Tür. Ich kann da jetzt auch nichts für, aber hier liegt eine Tür. Scheiße. Der ist gut, Alter. Ja, ist das Kabel noch dran? Ja, der ist ja ekelhaft. Ja, wir müssen das sauber machen, komplett, ne? Ja, Kabel noch dran. Ja. Geht 100 Pro noch. Ich würde auch sagen, der geht noch. Ich habe gar keinen Bock, den mitzuschleppen. Ja, ist der nicht schwer, ist der? Das ist das Problem. Der ist so unhandlich, ne? Liegt da noch einer drunter, oder was? Ich weiß es nicht. Das wäre noch Problem. Aber der die Minibar, die wird noch funktionieren, gehe ich auch von aus. Das ist der kleine Kühlschrank. Warum soll das noch in Ordnung aus, ne? Also, falls mal einer, sag ich mal, noch einen kleinen Kühlschrank braucht. Der liegt da. Da ist einer. Also, den haben wir da hingelegt. Den könnt ihr euch da abholen kommen. Ne? Geht ihr bitte zur Info, nehmt Beleg mit und dann könnt ihr euch den und da. Und in Zimmer 603 liegt der. Ja. Melli, er meint dich. Liegt jetzt? Zwei Rollen. Ja, dann würde ich sagen, lass mal wieder nach ganz unten, oder? Ja, einmal zum Wellness. Ne? Können wir das Treppenhaus nehmen? Oder war das zu heftig? Wahrscheinlich können wir es nehmen. Ja, einmal gucken, ob hier hinten auch so eine Suite ist. Hier ist Fahrstuhl. Langsam wird es auch gruseliger, weil es dunkel ist. Ja, weil es draußen jetzt auch dunkel ist. Hier ist schon wieder die Tür, Alter. Hier ist auch noch ein Kühlschrank. Ja, ist schon alles das Gleiche, ne? Ja, klar. Aber ist krass, wie viel da Möbel. Da ist jedes Zimmer gleich ausgestattet. Aber eigentlich krass, wie viel Möbel hier so drin sind noch. Ja. Also allgemein, wie alles hier drin gut. Ist irgendwie. Ist natürlich auch, wenn die nicht mehr. Das ist ja auch nie wirklich was wert, ne? Muss man ja dazu sagen, ne? So, da läuft gerade eine Auktion im Chat. Ja, was ja, ich sehe das. Ja. Letzte Preis für den Kühlschrank, Lukas, dass du vielleicht einmal den kurz versteigerst. Lukas, wir hauen die Kühlbox jetzt raus an den Selbstabholer. Ja. Kühlbox, alles klar. Ich schreibe Gebote mit. Aber Selbstabholer ist ganz wichtig. Ja. Also Einstiegspreis sind 100 Euro. Alter. Zimmer 603. Lukas Jump Guy will 100 Euro, Alter. Heftig. Ja. Dann gib schon mal das Geld, Lukas. Hinak, grüß Neri von klar. Uns und auch gute Besserung von nach. Uns. Hinak. Hau rein. Er will nicht los. Oder doch? Ach so. Ich kann da. Nee, ich wollte aber los. Ach, du wolltest ich los. Gute Nacht. Ich mach weiter. Ach so, der Preis fällt jetzt. So läuft das ja. Ja. So, jetzt wird spannend. Ist das eine Suite hier, Kai? Das ist eine Suite. Ja, das ist wie oben. Wieder mit separater Toilette hier. Ja, das ist wie oben. Das sieht man gleich hier auch an der Tapete. Ist die fette Motte da? Ja, Alter. Die wohnt hier. Sind die jetzt über uns? Müssen wir auf den Balkon rauf, ne? Der ist dicht. Jetzt merkst du erstmal, wie dunkel das ist. Hört sich nicht so an, dass die über uns sind. Ne? Geil, hier wächst schon was auf dem Balkon. Ja, da hinten auch, hab ich vorhin schon gesehen. Vielleicht trennen wir den Treppenhaus. Also wenn du die siehst, die Jungs, ne? Dann direkt Feuerzeug und Dichtnebeln. Das ist jetzt die Mission. Also Tobi hatte nur noch eine Mission den Abend eigentlich, wenn man halt einem das aufgefallen ist. Ne? Und dann hat er die Stony gegeben. Und dann war Don Freeze kurz davor, ihn durch die Wand zu werfen. Da war beinahe Partyabbruch. Ja. Oh, ich habe immer. Also hier so mit Licht ist immer fragwürdig. Ja, aber wahrscheinlich muss ich echt
Ich meine, wie lange sind wir hier schon drin jetzt, ne? Ja, aber hier rennen ja auch genug andere rum. Ja, genau. Vor uns war jemand drin, denn waren die drei Jungs wahrscheinlich da am Feiern. Denn die beiden, mit denen wir reingekommen sind. Also was ist das, ey? Hier waren ja, also, so einen hochfrequentierten Lost Place hatten wir auch noch nicht. Ist ja gar nicht lost. Da blinkt was. Er blinkt da. Wie soll denn nicht Licht auf? Ja, das Ding ist, weil man überall rauftreten kann. Hallo? Mach nochmal aus. Alter. Das hat mir geblinkt. Oder geht da nur einer spazieren, der hierher leuchtet? Das könnten wir auch machen. Ja, tatsächlich, da kommen wieder welche. Echt? Da kommen wieder welche, die reingehen. Ey, ja, Alter. Oder das Bullerei rein, ne? So, jetzt wird's wirklich spannend. Vor allem das Krasse ist, wie lange wir noch Licht anhatten, ne? Bis wir beim Balkon da waren. Das müssen die komplett gesehen haben, eigentlich. Ja, müssen die aber auch gerade da hochgeguckt haben. Ja, die müssen hochgeguckt haben, das stimmt natürlich. Ne? Ja, stimmt. Du musst schon echt zu diesem Fenster geguckt haben. Und dadurch, dass sie selber Taschenlampe haben, ist das auch wieder ein anderes Licht. Ja, stimmt natürlich. Ne? So, aber jetzt da unten, ne, ihr seht schon, da kommen zwei Gestalten mit Taschenlampe. Ja, da so mittig sieht man jetzt ja die Lichter da. So, jetzt schnelle Pinkelpause? Oder bevor es spannend wird? Nein. Nein, wie lange geht das Video noch? So 5 Minuten? Warte. 10 Minuten? 10, ne? 6. Ah. Ah, scheiße, den Abspann haben wir ja leider erst noch mit bei Instagram gemacht. 6 Minuten geht das noch. Das Auto haben wir bei Instagram. Aber du könntest sonst noch eine letzte Abstimmung jetzt machen, irgendwie mit der Bullerei. Es wissen ja, nicht alle, was passiert ist. Nee, oder? Genau. Ich könnte ja noch fragen, ob das die Bullerei ist. Mach, ob das eine Bullerei ist. Ich glaube, das wissen alle, Kai. Nee, aber was passiert, wissen die alle, oder? Nee, genau. Dann mach aber länger. Muss noch jemand auf Klo? Frag schnell, ob jemand auf Klo muss. Ich könnte nicht. So, wir machen jetzt eine Abstimmung, die geht tatsächlich bis zum Ende. Ich muss auf Klo. Darf ich eine Minute pinkeln gehen? Mach. Legendary Lars. Hier kommt eine Abstimmung. Da muss man den Stream leider bis zum Ende gucken. Weil die Abstimmung lautet, schaffen wir es ohne Polizeikontrolle raus? So, Legendary Lars will auch schnell pinkeln. Tobi macht Abstimmung fertig. Also, wir machen 2 Minuten Pinkelpause. 2 Minuten. Abstimmung. Für Schnellpisser läuft. Hier. Ne? Für die Schnellpisser. Wer ballert da so viel Kanalpunkte rein, Alter? Nur Fisch. Cheatet er? Ja. War klar. War klar, dass einer cheatet. Ja. Bestimmt irgendeine Tastenkombination oder so. Oder slash Gott in den Chat oder sowas. God Mode on. So. So, alle noch da, alle noch wach, alle noch. Ab jetzt müsst ihr auf jeden Fall die Ohren spitzen. Ja, jetzt wird's genau. Jetzt geht gleich ASMR-mäßig der Flüstermodus los. Genau, wir flüstern gleich, es wird ein bisschen. Kannst du das Video dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen lauter machen, weil es ist schon extrem leise. Ja, ich kann das vielleicht ein bisschen noch, aber nicht mehr viel leider.
Achso, ich kann Discord auch einfach lauter machen. Ja. Du kannst jetzt im Discord lauter machen, ja. Also ihr müsst gleich ein bisschen lauter machen. Ich mach mal Alertbox aus, solange. Jetzt fetzen hier gleich richtig die Ohren weg. Das mache ich mal netterweise für euch. Jetzt wird es interessant, Alter. Boah, jetzt habe ich sie Schrott gemacht. Ich sage es euch jetzt, wie es ist. Das ist jetzt die spannendste Stelle im ganzen Video. Habe ich sie Schrott gemacht. Irgendwo läuft noch Mucke. Ja, bei mir läuft noch ein bisschen Mucke. Mach ich gleich aus. Alles gut, ich muss mir nur kurz hier meine Alertbox wegspeichern, so. Damit ich die kurz ausgemacht habe überall. Damit da nichts mehr passieren kann. So, ich weiß nicht, also ich guck mal schnell. Kann man VLC-Player irgendwo heller machen? Wisst ihr Warte mal, jetzt ist da bei dir irgendwas, jetzt ist was ganz schrott bei dir. Das ist schon weg, alles gut. Das war alles gut. Okay. Wisst ihr das, ob man irgendwo VLC-Player heller machen kann? Kann man da irgendwo was anpassen? Wisst ihr das zufälligerweise? Ja, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, das Video an sich. Werkzeuge vielleicht? Effekte? Video-Effekte? Ja. Nee, also ein IT-Ler würde jetzt sagen, mach doch einfach Gamma von deinem Monitor. Da ist Helligkeit, heller. Bildadjustierung, Kai. Ja, ich mach das gerade. Ja, ich will das ja für den Stream heller machen quasi, weißt du? Ja, das weiß ich doch. Deswegen sage ich ja ein Laie in IT. Ah, das sieht voll scheiße aus, was du da machst. Wie haben wir das jetzt da so doll gemacht? Das ist ja auch Quatsch. Check's ja auch nicht. Warte, neu. Einmal kurz. Ich will es einmal kurz wenigstens. Ach ne, da will ich gar nicht hin. Wo wollte ich hin? Werkzeuge. Ja, weil das ist sehr, sehr, sehr dunkel, ne? Man sieht wirklich nicht viel. Das Verrückte ist, das sieht gerade aus wie 4 Taschenlampen. Ey, das ist alles scheiße. Ich sehe da gerade 4 Lichter. Du auch, Lukas? Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ja, gleich wieder. Ja. Ja, das ist jetzt übernommen. Das ist auf Standard, scheiß drauf. Ja. Gut, wahrscheinlich spiegelt sich das in der Scheibe einfach irgendwie. Ja. Nee, ich stehe ja schon auf dem Balkon. Weil ich glaube, das sind 3 Personen. Könnt ihr gleich nochmal genau hingucken. Wir wissen nicht genau, ob das 2 Personen oder 3 Personen sind. Lord Watson, ich glaube, das sind 3 Personen. Meistens sind ja Polizisten zu zweit. In der normalen Kontrolle. So, Lord Watson, erstmal schönes Ja Moin. Und nee, den Becher, den darfst du behalten. Genau, machen wir so. Gib's einfach mal irgendwann einen 5er. Und dann ist das okay. Das habe ich auch, weiß nicht, wovon er redet. So, ich mache Musik aus, komplett. Und dann machen wir das Ganze wieder auf Vollbild für euch. Und Ton volle Pulle. Ton ist volle Pulle. Ich kann hier noch ein ganz bisschen lauter machen, aber das steuert auch gerne dann, wenn wir nachher nochmal reden. Aber so, also Jungs und Mädels, letzten 6 Minuten. Jetzt läuft. Nee, es sieht aus wie jüngere. Oder? Die sehen uns nicht. Also, ich weiß, die reden. 2, ne? Doch, ist Polizei. Das ist echt Polizei, Alter. Das ist Polizei. Scheiße. So, unten links raus. Polizei. Abhauen. Links raus, die kommen jetzt unten rechts rein. Ja, los. Dumm wäre, wenn die von da kommen. Rein. War 100% die Polizei.
besser wäre, eigentlich oben in einem Zimmer zu warten, bis die abhauen. Weil sie die anderen vor uns finden. Und dann auf dem Balkon warten, bis die abhauen. Ja. Ist die Frage, wir kommen nur da vorne wieder raus, wahrscheinlich, ne? Nein, jetzt sind wir schon runtergegangen. Vorne, oder? Stehen die da hinten? Steht da hinten einer? Da leuchtet ein Licht, siehst du was? Vielleicht sollte ich mal die Sonnenbrille abnehmen. Komm hier irgendwo durch. Zieh jetzt sonst raus. Jetzt die Frage, ob man die irgendwo leuchten sieht, wenn die rumrennen. Die können natürlich auch überall jetzt auf dem Balkon stehen und sie uns sehen. Mann, wir gehen hier hinter. Dann sind wir hier spazieren gegangen. Alter. Oh, jetzt kommt man hier nirgendwo. Wir müssen da vorne hin, Alter. Jetzt zeig's ja. Ja, gut, man sieht nichts, ne? Ja. Halt mal fest. Ich guck mal, ob das geht. Aber das wird so laut sein, Alter. Sehr wackelig, ne? Ja, komm, lass es lieber. Da schon. Ja, lass mich mal Himmel weg, damit wir, falls wir rennen jetzt. Ja, okay. Ich mach aus, ne? Ja. So. Spannung bis zum letzten Moment, oder? Also fast. Ja. Also Vorhersage jetzt, Polizei hat uns nicht erwischt.
Gurfisch hat ihre Rede abgesandt. Und was man jetzt nicht gesehen hat, weil es so dunkel ist, wir stehen halt vorm Bauzaun. Ja. Und habe ich da eben versucht rüber zu klettern, der biegt sich aber zu doll, weil die sind nicht so stabil. Und Ende des Spiels war, dass wir unterdurch sind. Dann hat Kai den angehoben, bin ich unterdurch gekrochen und dann andersrum genauso. Habe ich den einmal angehoben, ist Kai unterdurch. Und dann sind wir einfach wegspaziert. Genau. Also, nichts mit Polizei, hat uns nicht gefunden. War ganz entspannt raus und unten rechts rein, links raus. So war das. Ja, so war das. Das war aber auch, das war wirklich hundertprozentig Polizei, das hat man nämlich erkannt. Ja. Das siehst du im Stream, im Video siehst du das nicht gut. Aber du hast erkannt, die haben immer hinten Polizei draufstehen und das ist reflektierend. Und dadurch, dass der eine Kollege den so ein bisschen auf den Rücken geleuchtet hat, hast du dieses Polizei so reflektieren sehen. Ja, also es war wirklich zu 100% Polizei. Das konnte man sehen, weil der Hintermann einfach mit der Taschenlampe seinen Vordermann angeleuchtet hat. Dadurch haben wir es gesehen. Und Bauzaun konntest du nicht rausdrehen oder so. Die waren miteinander mit so Schellen befestigt. Also den hättest du jetzt nicht einfach rausziehen können. Nee. Haben wir auch geguckt. Und was ich ganz gut fand, deine Anmerkung gerade, wir gehen hinter den Bauzaun und dann waren wir hier einfach spazieren. Ja, das fand ich auch sehr cool. Beide so mit Taschenlampe am Rucksack, Gimbal, Kamera in der Hand, weißt du? Rauchbombe in der Hand, ja, Alter. Falls einer fragt, wir waren hier spazieren. Beste Idee, Alter. Ja, fette Rucksäcke auf, Alter. Ja, aber die Frage ist ja, wie wollen sie das Gegenteil beweisen? Ja, aber trotzdem. Gut, die könnten jetzt nicht das Video angucken können. Ja, ja. LKA hat sich das ja gerade angeguckt. Die fühlen sich dann natürlich verarscht, aber ist halt so, ne? Wir können die nichts sagen. Aber Lukas hat natürlich recht, die hätten nichts sagen können, wenn wir auf dem Waldweg sind oder lang spazieren, ne? Ja, aber trotzdem ist einfach nur geil. Dann hat die das. Ja, aber dann hat die. Du weißt aber, dass ich bei sowas dann auch komisch reagieren kann. Ja, gut. Weil ich da dann keinen Bock drauf habe, ne? Ich bin aber sehr christlich erzogen, ich kann nicht lügen. Ja. Das ist also, ja, das weiß ich. Du kannst auch nicht Nein sagen. So, das ist dann, also hätten die dann gesagt, waren sie drin? Ich so, ja! Also direkt. Ja. Ja, mega spannend da drin, da sind noch mehr. Ja. Wir sind in dem Zimmer, dritter Stock ganz hinten links, in dem Kifferpuff. Was ich auch sehr gut fand, ich hoffe, man hat das gut gehört. Ich fand schon. Und zwar, wir werden ja sehr leise, ne? Weil wir dann Polizei und dann wollen wir ja leise raus und so. Wir gehen aus diesem Zimmer raus. Tobi erstmal direkt auf eine Scheibe raufgetreten, die zersprungen ist. Der draußen auf eine Dose. Genau, draußen auf die Dose, Alter. Das ist einfach nur gut gewesen, ey. Da willst du extra leise sein und er tritt einfach überall rauf, ey. Das war richtig gut. Und die Sache ist ja auch so, man weiß ja nicht, was die Polizei macht einfach. Ne? Ja. Also das Schlimmste, was passieren könnte, du darfst da natürlich nicht rein, ist ja irgendwie klar, ne? Auch wenn der flotte Otto da nach irgendwie einen flotten Otto reinsetzen will. Nee, flotte Otto hat recht. Wir hätten sagen können, wieso, ich habe noch Gutschein. Ja, genau. Ja, Gutschein. Oh, die wollte einlösen. Ja, aber du weißt ja nicht, so im schlimmsten Fall kannst du natürlich eine Anzeige kriegen und das ist auch nicht so cool, ne? Und dann schleichst du natürlich. Ja, theoretisch raus. Ist es Hausfriedensbruch, ist ja nun mal so. Ja. Auch wenn da der Bauzaun von jemand anderem weggeräumt wurde, nicht von uns. Es könnte natürlich sein, dass sie einfach nur sagen, haut ab und dann werden wir abgehauen. Aber wir wollen halt auch diese Diskussion vermeiden, ne? Und wenn das ein Polizist ist, der einfach keinen Bock hat, da immer die Leute rauszuschicken, der kann dir auch mal eine Anzeige verpassen, ne? Also wir sind auf jeden Fall ganz entspannt unterm Bauzaun, dann am Haus vorbei, da beim Krankenhaus wieder raus, dann vorne auf die Straße. Und dann haben wir die Rauchbombe geworfen. Und dann haben wir noch zwei Rauchbomben reingeworfen. ins Krankenhaus jetzt. Ja, genau. Nee, aber wir sind dann einfach vorne. War auch ganz witzig, am Bürgersteig vorbei, da stand dann auch nachher das Polizeiauto. Und wir haben dann schnell unsere Sachen einmal zum Auto gebracht, damit wir da nicht so mit Kamera und Taschenlampe und so. Und wollten dann wieder zurück und gucken, ob sie die anderen Jungs erwischt haben. Da waren die leider dann aber schon weg. So, was aber noch ganz lustig war, da lief noch so eine Oma. Und Tobi, die erstmal vollgeschnackt, oh, hier ist gerade Polizeieinsatz, da sind Typen drinne und so. Und was sagt die Oma? Jo, das ist jeden Abend jemand drinne. Das war richtig witzig, das hat die gar nicht interessiert. Das war ihr komplett scheißegal. Die ich sag ihr so, dass die da Randale machen wollen und so, dass ich die Polizei gerufen habe und sowas habe ich der erzählt. So, scheiß halt, ne? Das hat die gar nicht interessiert. Die wollte einfach nicht vollgelabert werden von mir. Das ist ja jeden Tag da so. Ja, die war auch gut. Ja, weißt du, und genau das ist der Unterschied. Wenn ich mit bin, dann habe ich keinen Bock, mich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten und werde trotzdem die ganze Zeit vollgelabert. Ja, das glaube ich dir. Das ist andersrum. Erinnere dich mal bitte an Kanal. Ich sehe das ziemlich oft sehe ich das, wie du Leute voll laberst, Lukas. Ja, sehe ich auch. Lukas, du täuschst dich ein bisschen in deiner Wahrnehmung. Ihr seht mich, in letzter Zeit habt ihr mich gar nicht so oft gesehen. Aber wenn, ich sag mal so, da war auch so ein Mädel auf dem Geburtstag, als wir los wollten, hast du die voll gelabert.
Ja. Lukas, ne? Deine Wahrnehmung ist täuscht dich. Deine Wahrnehmung trügt. Das kann gar nicht gut sein, ne? Lukas, in diesem Sinne, es ist 22 Uhr. Das war schön. Wir beenden ich hau lieber ab. Heute. Ich finde krass, dass einige sich das komplett reingezogen haben. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn es jetzt irgendwelche Folgeschäden oder so, also auch Synapsengeballer, ein bisschen warm am Kopf wird und so weiter. Also das. Also wir haben können wir keine Haftung, ne, für übernehmen. Also ihr habt alles gesehen. Also es war wirklich, ich glaube, 4 Videos, 15 Minuten ungefähr. Wir haben ab und zu so einen Cut kurz gemacht, damit die Dateien nicht so groß werden. Und ja. Unzensiert. Und die Sache ist halt auch, also uns war auch nicht bewusst, dass wir dieses Video überhaupt im Stream zeigen. Wir haben einfach mal so halt das iPhone filmen lassen. Also es war wirklich so, wir waren am Überlegen, ob wir wegfahren, weil wir keinen Empfang hatten. Weil wir ja eigentlich Mucke machen wollten. Wir hatten ja Konsole, DJ-Konsole, wir hatten ja alles dabei. Jetzt war es aber so spannend, da in dieses Haus rein, in dieses Hotel reinzugehen, weil die Rezeption, wir waren kurz drin und hatten schon gecheckt, so, kein Empfang. Dann sind wir nochmal zum Auto, haben Taschenlampe, Gimbal geholt, damit wir wenigstens noch ein Video machen, wenn wir einmal schnell durchlaufen, so. Und nur deswegen ist aus Versehen dieses Video entstanden, muss man ja mal so sagen. Die Aussage ist komplett korrekt. Ja? Kai, du täuschst dich nicht in deiner Wahrnehmung. Ja, die Fresse, Alter. Und noch, auch wenn wir nicht live waren und nur ein Video gemacht haben, hat es trotzdem irgendwie Spaß gemacht, muss man sagen. Ja, das war ganz gut. War echt ganz gut. Von daher aber schön, dass wir mit euch zusammen das nochmal gucken konnten jetzt. Ja. Was mich am meisten interessiert hätte, wenn es ja jetzt anders gekommen wäre und wir da Musik aufgebaut hätten, wir von der Polizei erwischt worden wären, was sie gesagt hätten, wenn wir da ein DJ-Set mit Livestream und so weiter in diesem Hotel gemacht hätten. Das hätte mich auch interessiert. Wenn wir da irgendwie unten in der Tanzbar noch nicht erlebt. Unten in der Tanzbar Tisch, dann irgendwie unsere ganzen Lichter. Mit Beleuchtung, Lichter, alles drum und dran. DJ-Konsole. Und dann machen wir da Musik, Livestream. Und kein Strom. So. Und dann kommt Polizei. Das hätte mich auch interessiert, was sie dazu gesagt hätten. Das hätte mich echt interessiert, was die da gesagt hätten. Weil dann hätten sie uns definitiv erwischt. Ja, vor allem auch, wenn die uns dann wegschicken. Das hätte ja erstmal voll lange gedauert, bis wir alles wieder aufgeräumt hätten. Ja, wir hätten erstmal abbauen müssen. Ja. Vor allem aufräumen und nochmal durchwischen und erstmal wieder alles in die Schränke packen. Aber das wäre wirklich interessant gewesen, ne? Also die Reaktion wäre interessant gewesen. Aber ist vielleicht auch ganz gut, dass das nicht so weit gekommen ist. Ja, ich glaube auch, das war gut so, wie es ist. Ne, Jungs und Mädels. War schön, mit euch das Video zu gucken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, Stoni schließt gleich den Puff ab hier. Ja. Und dann gucken wir mal, was morgen Abend abgeht. Ganz entspannt. Jungs und Mädels, schönen Abend euch noch. Kommt gut in den Dienstag. Wenn du eigentlich, pass auf. Ich hätte mal wieder Bock auf so ein Rumgeschwinge mit uns dreien. Jo. Jeder mal eine Stunde. Ganz entspannt so. Was mich jetzt noch interessiert, ganz zum Abschluss jetzt, was ist denn jetzt mit dieser Mütze hier? Das ist eine Edelmütze. Eine Edelmütze, ne? So, Jungs und Mädels, denkt dran, Samstag, 25.09. 16 Uhr geht das hier los, ne? Kommen ein paar DJs vorbei, Miss June, Whitespecs, XS, Sunset Project, unser Stoni kommt vorbei, Cassandra ist da, wir hauen richtig viel Kram raus, also Giveaways ohne Ende, nur damit ihr Bescheid wisst, Cappies, Banner, Becher, Fahnen, alles, was wir da haben, Aufkleber. Vielleicht hauen wir Miss June raus. Mal gucken. Ja. Ne, wir wissen's ja mal so, nicht. Wir haben 64 Hotdogs. Es wird edel. Jungs und Mädels. Lukas. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut in Dienstag, wie Kai schon sagte. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Wir sehen uns im Discord. Checkt unseren Instagram. Check, check, check. Haut rein. Ciao. So geil!